So, Freunde, siehst du, Bild haben wir da, wunderbar. Dann sag ich mal hallo und herzlich willkommen. Ich bin der Zoborg und ich möchte mit euch zusammen 911 Operator spielen. Dann sag ich als erstes mal hallo Sonnenschein, schön, dass du da bist. Hallo Papa Schlumpf, hallo Hoho und hallo Mark. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr da reinguckt. Wir wollen so ein bisschen Operator spielen, so ein bisschen Chef hier im Laden. Und ich weiß nicht, hallo Popcorn. Schön, dass du reinguckst. Wir spielen 911 Operator. Und da sind wir sozusagen der Disponent in einer Rettungsleitstelle. Wir sollen Polizei und Rettungs-, also hier Notarzt und Feuerwehr, sollen wir ein bisschen durch die Gegend schicken, durch die Stadt schicken. Und wir können mal kurz reingucken hier. Pass mal auf, wir haben hier ein bisschen Auswahlmöglichkeiten. Das Ding ist, ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Ich habe gar nicht nachgeguckt. So, wir spielen das auf Mittel einfach. Auf Mittel, wir wollen das hier nicht zu einfach machen, nicht zu schwer machen. Auf Mittel lassen wir das mal so, wie es ist. So, und man kann natürlich im Steam Workshop, da findet man auch so ein paar Sachen, die man mit downloaden kann. Warum ich unter Sea of Thieves, keine Ahnung. Weiß ich nicht. Ich denke mal, weil, da hat das bestimmt nicht übernommen, weil das Spiel gar nicht da bei Twitch mit drin steht, komischerweise. Verstehe ich gar nicht. Praktisch schicke ich dich durch die Stadt, Mark. Wie meinst du das? Praktisch? Auf jeden Fall, es geht so ähnlich wie Emergency. Kennt ihr auch, ne? Emergency ist so ähnlich. Bloß hier sind wir wirklich nur in der Leitstelle und müssen unsere Einsatzkräfte also dahin schicken, wo gerade was los ist. Das müssen wir ein bisschen im Auge behalten, das Ganze. Und was ich ganz, ganz, ganz toll finde hier an dem Spiel, wir haben ja hier einen Karrieremodus. Zack, können wir mal reingehen. Da haben wir einzigartige Stories. Das ist so ein, das geht so ein bisschen fixer, das Ganze, ein bisschen schnell. Du bist ein Feuerwehrmann. Ach, super. Das ist natürlich nicht schlecht. Hallo, Yannick. Schön, dass du reinguckst, dass du da bist. Und wir haben hier die tägliche Routine. Das ist so, das geht ein bisschen langsamer ab und ein bisschen gemächlicher. Da wollen wir uns nicht so stressen. Ich gehe nochmal zurück. Zack. Und wir haben hier ein freies Spiel. Und das Beste an dem ganzen Spiel finde ich, du kannst, wenn ich mal anklicke hier, du kannst jede Stadt der Welt spielen. Ist egal, wo du bist, was für eine Stadt du haben willst. Zum Beispiel Hamburg habe ich mir runtergeladen. Ich habe einfach mal Hamburg gesagt. Da ist die Stadt Hamburg zum Beispiel. Das habe ich hier. Aalborg zum Beispiel hier oben in Dänemark habe ich mir rausgesucht. Hat er sofort runtergeladen, können wir spielen. Das, wir können jede beliebige Stadt, die wir Lust haben zu spielen, können wir spielen. Und wenn das auch kleine Orte sind. Also kleine Ortschaften müssten auch funktionieren. Also ich habe hier die Stadt, wo ich wohne. Wo ich hier wohne, die habe ich mal eingegeben. Ist so ein kleines Stadt. Naja, ganz, ganz kleine Stadt ist es. Die habe ich auch mal eingegeben, die hat er auch gefunden. Also es ist, glaube ich, egal. Heilbronn, natürlich würde Heilbronn auch gehen. Also das ist vollkommen schnurzpiepe. Ich glaube, das müssen wir echt, das testen wir mal aus. Bei Gelegenheit müssen wir das mal austesten. Hallo Maria, schön, dass du reinguckst. Also wir könnten wirklich jede Stadt spielen. Egal, was es ist, das finde ich also wirklich Hammer. Das finde ich echt voll cool. So, wir gehen nochmal zurück. Dann haben wir hier noch Errungenschaften, und wir können hier das Spiel beenden, wenn wir Lust haben, ne? Bremen würde auch gehen. Aber das ist, wie gesagt, freies Spiel. Wäre freies Spiel. Wir wollen aber mal die Karriere testen. Und was ich dazu runtergeladen habe aus dem Stream Workshop, das ist noch so ein Extra, dass noch mehr Anrufe da sind. Also wir bekommen auch Anrufe, die wir da so durchspielen müssen halt. Eben wie das so ein Disponent macht, ne? Was ist passiert? Wie viele Verletzte? Wo ist es genau? Und bla bla bla. Und das werden wir gleich alles mal raustesten. Ich starte mal Karriere und ich sage mal tägliche Routine. Zack. So. Das ist die erste Stadt. Kapolei. Frag mich nicht, wo das ist. Hier steht es doch. Kapolei ist eine Stadt auf Hawaii und befindet sich auf der Insel unweit von Pearl City. An ihren einzigartigen urbanen Konzeptionen erkennt man, dass die Stadt mit großer Sorgfalt geplant wurde. Naja, okay. Die Stadt, der Name der Stadt stammt vom Vulkan. Ja, von dem Vulkan halt, nicht? Einwohnerzahl 15.186 und benötigte Rufpunkte. Wir müssen 100 Rufpunkte irgendwie zusammenkratzen. Mal sehen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Was haben wir noch? Da drücken wir nicht, wir können weiter. Dann haben wir noch Albuquerque.
haben wir noch nicht, ne? Müssen wir noch freischalten. Dann haben wir Chicago, haben wir noch, da haben wir San Francisco, New York haben wir noch und Washington, glaube ich. Das waren die Städte, die wir in der, mal zurückgehen hier, ganz zurück, so, da, in der Kampagne spielen können. Und wie gesagt, freies Spiel, da können wir wirklich jede Stadt nehmen, wo wir gerade lustig sind, also egal, und ich glaube, das geht sogar ein Dörfchen. Wenn wir ein Dörfchen raussuchen, das würde auch funktionieren. Frag mich nicht genau, wie das funktioniert. Ich gehe da mal davon aus, dass er irgendwelche Satellitenbilder benutzt und dann halt eben das Ding abfotografiert und dann, weil der muss noch arbeiten. Also der muss nicht diese Stadt downloaden, sondern er muss noch irgendwas konfigurieren. Das dauert so 5 Minuten, ist er dabei am Machen, aber dann hat er die Stadt mit drin. Also ich finde es faszinierend. So. Marco, die Verrückte runter? Wie? Keine Ahnung, pass mal auf, so, dann starten wir einfach mal. Ich hoffe, das ist mit der Lautstärke haut hin, das ist nicht so laut. So, ich starte einfach mal, zack. Und wir haben hier immer schöne, so Tipps. Deswegen wurde dieses Spiel auch als sehr gut bewertet von solchen Sachen wie Feuerwehr und... Hallo Popcorn, vielen, vielen Dank für dein Abo. Oder Follow. Weil man hier so viele Tipps bekommt, reichlich, massenhaft, ne? Wenn du eine bewusstlose Person findest. Ah, prüfe die Gefahr, stelle sicher, dass es und so weiter und so weiter. Also das könnten wir bei allen möglichen Sachen, ne? Erste Hilfe, Vergiftung. Wie gehen wir vor? Was müssen wir machen? Was haben wir noch? Autounfall. Und das finde ich echt wirklich, wirklich gut. Autokorrektur, Gottes Willen, da läuft er richtig gut. So, pass mal, fortsetzen, zack. So, hier haben wir unsere Einheiten hier vorne in der Mitte. Da haben wir mal hier 1, 2, 3 Streifenwagenbesatzungen hier. Da haben wir noch 2 Plätze frei. Dann haben wir hier Rettung hier, die Krankenwagen. Die Krankenwagen, 1, 2, 3. 3 Krankenwagen mit Besatzung natürlich dabei, ne? Und hier haben die Feuerwehr zweimal. Haben wir da. Und wir bekommen jedes Mal Kohle. Wir haben jetzt gut 10.000. Ist jetzt kein Mörderbetrag. Also im ersten Moment sagt man sich, Mensch, 10.000 ist schon nicht schlecht. Aber wenn wir mal gucken, hier ein Streifenwagen kostet 50.000 Mücken zum Beispiel. Ein Krankenwagen 50.000. Auch 50.000. Und ein Feuerwagen 80.000. Da kommt ja noch denn die Besatzung drauf zu. Die kostet auch noch extra. So Belegschaften, wenn wir mal gucken, hier kosten 2.000. Die Polizisten kosten, glaube ich, alle, ne? Sind die irgendwo teurer? Ne, alle kosten 2.000. Und da brauchen wir natürlich auch Equipment, zum Beispiel Pistole, kugelsichere Weste, Erste-Hilfe-Set. Das wird aber mehr. Je größer die Stadt wird, desto mehr Equipment können wir zukaufen. Zum Beispiel Polizei hat nachher auch die Maschinenpistole dabei oder die Feuerwehr hatten so einen Servicekasten, wo die dann ein bisschen schneller arbeiten können mit. Das ist schon mal nicht schlecht. Und hier haben wir unsere Ressourcen, die wir noch da haben. Also wir haben doch ein Auto über, einen Feuerwagen. Und den wollen wir natürlich mit ins Boot nehmen, natürlich. Wenn wir den schon haben, nehmen wir den mit rein. Neues Team, Feuerwagen rein. So, da fehlen uns natürlich Besatzung, Belegschaft. Wir haben keine Feuerwehrleute. Warte mal, was haben wir denn noch? Wir haben ja noch einen Sanitäter, wir haben Polizisten. Wir haben noch einen Polizisten, ne? Ich würde mal sagen, wir setzen alle Mann ein, die wir haben. Da kann einer mit hin hier. Alter, die Cappy ein bisschen tief ins Gesicht, ne? Der kann fast nicht aus den Augen gucken. Nicht, dass da noch was passiert. So, und den Polizeimann, den nehmen wir auch noch mit hier. So. Kriegt natürlich auch seine Knarre, wenn wir die finden. Pass mal auf, wir müssen erstmal unsere Feuerwehrleute hier Belegschaft. Wir brauchen 2 Feuerwehrleute. Erfahrung, fahren. Das ist ein bisschen. Technische Fähigkeiten 91. 95. Nehmen wir den noch mit, zack. Ich glaube, das ist. Oh, hier, 91. Nehmen wir den auch noch mit. 2 Mann. Ist ja nicht schlecht. Kriegen wir da noch. Ja, warte mal, wir müssen noch Equipment haben. So, pass mal auf. Erstmal die beiden hier reinsetzen. Wupp. Die haben wir mit. Wir brauchen noch. Pass mal auf, Equipment. Haben wir da noch irgendwas? Haben wir nichts? Nein. Wir brauchen mindestens noch eine Pistole. Und zwar, die bekommt er hier. So.
Was haben wir denn noch? Erste-Hilfe-Kästen, ne? Die kosten 3000, so viel haben wir nicht. Die haben wir nicht, haben wir nicht. 1500 kostet kugelsichere Weste. Wir müssen das aufsparen, glaube ich, bis zum nächsten Mal. Nützt alles nichts. So, jetzt starten wir. Entsendung starten. So. Da haben wir unsere schöne Stadt. Da ist sie. So dieser helle Kasten hier. Also das hier, ne? Der helle Kasten, der hier ist. Das können wir. Das ist unser Gebiet, das wir absichern müssen. Und jetzt haben wir erstmal die Möglichkeit, unsere Autos ein bisschen in Position zu bringen. Das werden wir mal machen. Noch geht alles relativ fix hier. So ein bisschen zentral parken die Jungs hier. So, wie viel haben wir denn davon? Ich glaube, wir haben drei, ne? Lass uns mal einen hier oben hinfahren. Der andere kann gut und gerne hier unten bleiben. So, dann haben wir hier die Polizei. Haben wir da auch, glaube ich, drei, ne? Richtig? Ne, zwei. Pass auf, da haben wir das schon verteilt. Lass eine hier in der Umgebungsstraße mal stehen lassen. So, und Feuerwehr haben wir auch, glaube ich, drei. Eine hier runter. Wir müssen bedenken, die Polizei, die Feuerwehr, die braucht ein bisschen länger, weil das schwere Wagen sind. Die sind nicht ganz so fix unterwegs. So, eine haben wir noch mehr. Und wir haben hier auf der Karte, jetzt gehen wir mal dichter ran hier, ich zoome mal dichter ran, so pass mal auf. Da haben wir hier zwei Polizeistationen. Falls wir einen festnehmen sollten, muss der natürlich auch erstmal hier in den Knast kommen, ne? Also das nützt ja nichts, weil dann fährt der Polizeiwagen, der hier, der blaue, würde dann dahin fahren, den abliefern. Genauso Rettungskräfte, Krankenhaus, hieß sie ja, ne? So, das haben wir ein bisschen verteilt. Das müsste eigentlich hinhauen. So, wir starten einfach jetzt. Die Schicht beginnt jetzt. Zack. So, ich bin gespannt. Die Schicht beginnt. Die erste Meldung ist da. Zack, was haben wir? Drogendealer. Ein verdächtiges Mädchen bot gerade etwas Nettes zum Verkauf an. Da wollen wir doch mal einen von unseren Jungs hinschicken, wa? Ja, aber los, mein Freund. Gebt mal Stoff. Der fährt da mal rüber. Dann sagen wir hier, wir können das ignorieren. Wir können aber auch sagen, wir warten jetzt, ne? Der fährt da erstmal rüber, ganz easy. Das kann er mal in ganzer Ruhe machen. So. Und hier oben läuft gerade unsere Zeit ab. Das ist unsere Schicht. Wenn das Ding voll ist, jetzt haben wir einen Anruf. Wir haben einen Anruf. Leisen Anruf. Hello, I would like to order a big pepperoni with extra cheese, please. Was? Ich hätte ja eine große Pepperoni mit extra Käse, Adresse, irgendwas nicht gesehen. Adresse ist da. Aha, super. Wie bitte? Yes, I know. Oh, and two cans of soda. Hören Sie mit dem Witzen auf. Gespräch beendet. Ich traue dem Braten nicht so ganz, weil wir haben gerade gesagt, 911 haben wir gewählt. Und sie möchte doch noch zwei Dosen. Pass mal auf, wir machen das mal anders. Wir schicken da mal die Polizei hin. Sicherheitshalber. Ich glaube, da sind nämlich auch Sachen... Ja, ist gut. Da sind nämlich auch Sachen zwischen... Die sind versteckt. Wir schicken da trotzdem mal die Polizei hin. Ich weiß nämlich nicht... Das klang so ein bisschen merkwürdig. Als wenn sie nicht ganz alleine war. Nicht, dass sie auf Drogen sitzt, ne? So, hier, der ist jetzt besetzt, ne? Der fährt jetzt zurück. Wo fährt denn er jetzt ganz hin? Da ist die Polizeistation. Da fährt er erstmal hin, weil er einen Gefangenen hat. So. Was haben wir hier oben? Ein Autounfall. Keine Verletzten, aber die Fahrer streiten. Na, da müssen wir doch einen hochschicken. Was? Und der Beschuss, der Freund. Ach, großartig. Wir haben keinen Mann frei. Wie sieht's hier aus? Ah, okay. Wir haben alles unter Kontrolle. Wir haben eine verletzte Person. Da müssen wir dann einen Rettungswagen schicken. So, pass mal auf. Wo ist denn unser Polizeimann? Da. Fahr hier mal hoch. Zack. So. Und das Ding fährt ja auch mal hoch. So. Das läuft. So. Warten. Oh Gott, das will nächster Einsatz. Und Anruf. Anruf ist immer wichtig. Es gab einen Autounfall. Wo? Ah, Autounfall, da ist ein Autounfall. Wann? Wir schicken ja schon mal die Polizei, den Rettungswagen hin. Was? Kontaktieren Sie Ihre Werkstatt. Hallo? Das Ding war schon gestern. Das Ding ist durch. Warte mal, hier, das Teil können wir vergessen. Hier, ignorieren. Oh Gott. Pass mal auf, die sind jetzt da oben hin. Alles klar. Und er hier ist... Benötigt einfach Verdächtiger. Alles klar. Der geht erstmal hoch und checkt die Lage da oben ab. So, was macht das nächste? Oh, was? Getrennte elektrische Leitung gemeldet. Könnte Gefahr für Menschen darstellen. Schicken wir mal die Feuerwehr runter.
Das ist natürlich ein langer Weg, ne? Der muss lange fahren. Oh, das nächste. Was ist denn hier los? Ein Feuer in einem großen Gebäude. Womöglich befinden sich Menschen im Inneren. Was war das hier? Lass ihn mal erstmal dahin fahren. Fahr mal dahin, so mein Freund. Du bist frei, hier drüben hin. Nützt alles nichts, immer schön in Bewegung bleiben, Freunde. Ach, der nächste Anruf. Warum sagt er nichts? Es brennt. Wo sind Sie? Wo befinden Sie sich? In der Nähe von... Alles klar, da brennt es. Es brennt, senden Sie sofort die Feuerwehr. Beruhigen Sie sich. Mein Wagen, es kommt raus unter der Motorhaube. Rufen Sie die Feuerwehr. Ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Auto verlassen. Ich möchte Sie auch vorsichtig... ja. Jemand verletzt? Ist jemand verletzt? Feuer löschen. Haben Sie versucht, es selber zu löschen? Ich verstehe gar nicht, warum wir gerade kein Tun haben. Da fehlt mir gerade jemand. Feuerlöscher benutzen, Mensch. Ziehen Sie den Hebel, um die Motorhaube zu öffnen und sprühen Sie mit dem Feuerlöscher auf den Motor. Alles klar, gern geschehen. Ha, siehst du, haben wir doch wieder gelöst, die Sache hier. Brauchen wir gar nicht hinfahren. Ignorieren. So, zack, der nächste ist da. Oh, was ist hier denn los? Epileptischer Anfall. Pass mal auf, den fährt doch der hier, ne? Da mal rüber. So. Und wie ihr bemerkt habt, jedes Mal, wenn ein Notruf kommt, dann verlangsamt sie die Zeit. Hallo FFW-Fan, schön, dass du reinguckst. So, die sind am Arbeiten hier. Dauert natürlich ein bisschen Kündchen. Ah, die Polizei ist schon da. Wenn die schon durch Zufall da ankommen, dann helfen die natürlich auch. Das dauert bloß bei denen natürlich ein ganzes Stückchen länger. So. Nächster Einsatz. Wohin? Och, das ist so eine Hin- und Her-Gurke hier. Ein Hund hat eine Person gebissen. Also. So, die Polizei kann auch mal rüberfahren. Aber irgendwie, der Ton fehlt mir jetzt. Normalerweise sagt der Macker was. Ich gleich mal gucken, ob da irgendwie der Ton zu leise ist oder irgendwas. Weil normalerweise schnackt er die ganze Zeit. So, wir haben 6 Rufpunkte. 5 Sachen haben wir erledigt. Oh, der nächste, was ist hier los? Eine Person hat einen verrenkten Fuß nach einem Treppensturz gemeldet. Na gut, dann. Fahr mal hoch, der nächste Anruf. Pass mal auf. Wie kann ich Ihnen helfen? Hi, hier parkt ein seltsames Auto. Können Sie das überprüfen? Wo? Wir fragen mal, wo das steht. Auf dem Bürgersteig. Adresse! Da unten steht das Auto. Okay. Was stört? Das ist mein Zuhause. Nein, wir schicken die Polizei mal runter. Okay, wir schicken trotzdem mal die Polizei runter, weil wenn wir das nicht machen würden... Wenn du das nicht machen würdest, dann könnte es sein, dass das eine... Terrorgeschichte noch könnte sein. So, pass mal auf das nächste. Schon wieder da oben. Was ist da los? Katzenbesitzer. Na, wir haben freie Ressourcen. So. Nehmen wir doch mit. So, er ist hier. Er ist fertig. Schicken wir wieder hier zurück. Damit die Wege halt nicht so weit sind. Polizei kann mal hier runterkommen. Brauchen die ganze Zeit da oben rumgucken. Weil die fahren ja auch Streife, ne? Die fahren eine schöne Streife hin und her. Nächster Anruf. Wie kann ich helfen? Mein Bauch tut weh. Wie lange? Ungefähr eine Stunde. Es begann auf einmal. Die Adresse, wo seid ihr denn? Wo ist sie denn? Da ist es, okay. Tut noch etwas mehr weh. Ich habe schreckliche Kopfschmerzen. Haben Sie sonst noch Symptome einer Erkrankung? Alkoholisiert? Haben Sie gestern Alkohol getrunken? Na gut, das Essen ist es nicht. Ungewöhnliches Essen. Warte mal, zack, der dahin. So. Nein. Ich schicke einen Krankenwagen raus. Ja. Yeah.
Gut. Standing by. So, was haben wir hier noch? Zack. Herzinfarkt. Herzinfarkt ist Panne. So, Herzinfarkt kommt. Was macht der hier? Reporting. Verletzte Person wegfahren. Okay. So. Der ist noch fleißig am Löschen hier. Wie ein großer. Wie weit sind wir denn noch hier? Das dauert auch, ne? Es sind ja nur zwei Mann, ne? Das ist das Problem. Und der ist hier ganz in der Einsamkeit. Da braucht er auch nicht rumfahren. Mal wieder ein bisschen zusammenrücken, Freunde. So, nächster Einsatz. Was ist das hier? Ein Auto wurde auf der Straße stehen gelassen und blockiert den Verkehr. Regeln wir doch mal kurz. Ja, ja, kriegen wir hin. Kein Thema. So. Es ist sehr stille. Also normalerweise, ne? Normalerweise spricht der Typ, wenn er Anrufe annimmt. Du weißt ja nicht, was hier gerade ein bisschen böse ist. So, der ist fertig. Fahren wir hier wieder zurück. Anruf und... Ja, Hilfe! Meine Küche steht in Flammen. Oh Gott, 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 was brennt? Das Küchentuch. Ich habe es versehentlich ein Kleidungsstück auf den Ofen geworfen und es in Flamme aufgegangen. Das Feuer breitet sich schnell aus. Benutzen Sie den Feuerlöscher. Haben Sie einen Feuerlöscher? Ja, also bitte. Nehmen Sie ihn und löschen Sie das Feuer. Es explodiert die Abzughauptbrand. Nun auch? Ach du grüne Neune. Wo rufen Sie an? Oh Gott, muss das so weit weg sein? Alter, das ist unheimlich weit weg. So, der nächste, was ist da los? Auch dort oben brennt es auch. Umgestürzter Baum, hält den Verkehr auf. Na gut, lassen wir da hochfahren. Meine Güte. Oh Mann. So, das ziehen wir aber durch hier. Wir sind fast schon durch. Nach 35 Sekunden noch. Dann haben wir es. Dann haben wir es. So, ein bisschen Gas geben hier. Zack. So, da oben wird gelöscht. Ah, hier. Umgestürzter Baum. Bla. Warte mal hier. Zack. Ich höre. Es gab einen Überfall. Was? Wo? Ein Überfall? Wann? Sind Sie verletzt? Ja. Ja, ich wurde schlimm zusammengeschlagen. Wo sind Sie hin? Wo haben Sie hingeschlagen? Ja, natürlich, wir sind noch da. Ich blute, alles klar. Kommt Notarzt. Hatten Sie Waffen dabei? Eine Knarre. Sind die Angreifer noch in der Nähe? Ich habe keine Ahnung. Sie sind weg. Okay, ich kümmere mich drum. Ich schicke ihm. Alles klar. So, macht euch auf die Socken, Freunde. Vollgas, Freunde, Vollgas. Alter Schwede, hier ist was los. Hier ist was los. So, der ist auf dem Weg dahin. Hier, Polizei da oben hoch und den auch noch. Hopp, 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 hopp. Meine Güte. So. Oh, auch noch unter Beschuss. Das geht ja, das kann doch gar nicht. Oh, große Ballerei hier. Nun komm hier. Ne, kriegt ihr das hin? Kriegt ihr das hin? Ja, kriegt ihr unter die Lupe. Alles klar. Wunderbar. Best Hands. Kann da auch was schief gehen, Janik? Oh ja, das kann. Das kann böse in die Hose gehen. Vor allen Dingen, das sehen wir gleich, wenn wir hier durch sind. Die oben sind ja noch am Festnehmen. Das dauert noch ein paar Sekunden. Verdächtig ist, die müssen auch noch untersucht werden. Was? Verdächtig, verdächtig. Was machen die beiden? Ach, kümmern sich um die verletzten Personen. Ey, super, ja, sagt gute, gute Kollegen hier. Das klappt. Aber was, immer noch? Das kann doch nicht wahr sein, alles klar? Gut. So. Die kümmern sich um die Geschichte. Und was ist mit dem hier? Was war mit dem? Wo ist denn der? Ach, der ist besetzt. Jetzt müssen wir wieder zurückeiern. Schwach, großartig. Ist ja nur ein kleiner Wagen. Da, hier passen vier Leute rein. Na, super. Na gut. I'm listening. Understood. So, Vollgas, mein Freund. Gib Stoff. Injured on board. So, die haben wir. Da ist noch. Da sind noch drei Leute verletzt. Guck dir das mal an. We're done. Reporting. Understood. Okay. Das ist fertig, das ist fertig. Fehlen uns noch die beiden da.
Oder die 3. Muss da auch wieder hochfahren. So, die werden beide angesagt. So, beide angesagt, zack. So, der auch nochmal fix. Fertig. So. Das ist unsere Meldung, unser Einsatzbericht, wenn man so will. Wir haben nämlich hier elektrische Gefahr. Zeit ist abgelaufen. Minus 9 Punkte kriegen wir dafür. Was haben wir noch hier? Falschparker gelöst. Minus 2. Da hätten wir weiter mit ihm reden sollen. Das, wie gesagt, hätte ja was sein können. Also wir haben ihn ein bisschen böse abgewimmelt. Da hätten wir nicht machen dürfen. Da war so der kleine Haken, der da manchmal so auftaucht. Weil es kann auch vorkommen, dass da jemand anruft und nichts sagt. Das heißt ja nicht, dass er jetzt nicht mit uns reden will, sondern vielleicht, weil er nicht reden kann. Und dann musst du auch versuchen, mit dem irgendwie klarzukommen. So, gehen wir zurück. Pass mal, ich mal kurz... Speichert er mir das? Ja. Ja, ich geh mal kurz zurück. So, ich mal kurz, geh mal da mal rein. Reporting. Disponent machen wir mal an. Pass mal auf. Teammeldung. Ach, den sappeln die auch noch, oder was? Typische Fälle der Anrufe. Machen wir mit an. Keine Ahnung, was das jetzt hier bedeutet. Ob ich das an- oder ausschalte, weiß ich nicht. So, fortsetzen. Ja, versuchen wir das nochmal, weil normalerweise redet er mit uns. Das hat mich jetzt ein bisschen irritiert gerade. So, fortsetzen, zack, da sind wir. Wir haben 37.840 Mücken. Wir haben Kohle. Wir können hier ein bisschen ausrüsten. Und zwar Belegschaft. Wir haben nämlich hier ein paar verletzte Personen. Die können wir nämlich nicht einsetzen. Die dürfen wir nicht einsetzen, weil die halt eben verletzt sind. So. Tschüss, Maria. Willst du schon gehen? Hoppsala. Pass mal auf, dann brauchen wir Belegschaft, wollen wir kurz mal einsetzen. Treffst du hier einen? Ja, hier, da. So einen wollen wir haben. Zack, den setzen wir mal da ein. Der braucht natürlich eine Knarre. Die haben wir aber bestimmt hier rumliegen. Hallo Surface, schön, dass du reinguckst. Der kriegt natürlich seine Kanone hier. So, die haben wir. Der brauchen wir noch erst hier Sanitäter. Erste Hilfe 99%. Zack, den nehmen wir mit. Die nehmen wir mit. Haben wir noch jemanden? 63%. Nehmen wir auch mit. Ach, den nehmen wir alle mit hier. Wir haben, glaube ich, noch jemanden in Reserve rumliegen, ne? Kann sein. So, pass mal auf. Packen wir mal hier rein. Zack. So. Und hier genauso. Zack. So. Hier sind natürlich keine Besatzung. Da müssen wir auch noch Feuerwehrleute haben. Ach, die grüne Neune. So, 1, 2, 3. Nehmen wir alle, die wir da haben. Hier ist noch mehr. 4. Pass auf, die müssen wir mal hier verteilen, kurz mal. So. Versuchen wir mal voll zu machen, dann haben die nämlich, dann sind wir wesentlich schneller. Haben wir noch mehr? Hier ist noch jemand. Zack, den nehmen wir auch noch mit. So, haben wir noch jemand mehr? Nee, ne? Ach, das ist alles, mehr haben wir nicht. Dann haben wir hier ein bisschen verteilen. So. Pass mal auf, dann brauchen wir Equipment. Equipment, und zwar Erste-Hilfe-Kisten. Die kosten 3000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Mal. Schon mal nicht schlecht. So. Dann sind wir viel, viel schneller. Zack. So. Und hier. Haben wir alles. Soweit alles zurecht, ne? Sehr schön. So. Fahrzeuge haben wir nicht mehr neue. Überlegt schon, das ist alles verletzt. So. Zack. Jetzt müssen wir wieder verteilen, die Herrschaften hier. Ach, großartig. So. Zack. Was haben wir? 3 Notarzt. War das, ne? 3 mal Notarzt, ne? Warte mal, lass uns einen ruhig hier oben hinfahren. Ist ja nicht verkehrt. So, Feuerwehr hier unten hin. Und den anderen manövrieren wir mal hier hin. So, und Polizei genauso. Da bräuchten wir gerne mal hier drüben mal Polizei hin und hier oben auch irgendwo. Der kann ruhig weiter rauffahren, ne? Wer weiß, was hier oben los ist. So. Lass mal starten. Mal sehen, was passiert. Schicht beginnt. Ich hoffe, der spricht jetzt. Ich hoffe, der spricht jetzt mit uns. So, Meldung. Ein Container in einer Nachbarschaft hat Feuer gefangen. Klar. Reporting.
Da gibt Stoff, mein Freund. Fahr hin. So. Der ist auf dem Weg. Die fahren schön, schön ihre Streife, die Polizisten hier. Finde ich sehr gut. Der Anruf. 911, what's the emergency? There's a fire here. Hier brennt es. Was brennt? Was brennt? So what's on fire? Eine Garage. Oh Gott. Adresse? Where are you, sir? In front of a garage, isn't it? It's a parking garage. Okay, Größe des Feuers. Sie hast so ein großer Scheiterhaufen. Autos drin? Ja, oh, klar. Sind auch in Flammen. Auch, na super. Breitet sich das Feuer aus? Okay, ist nicht dringend. Ja, kann Feuer sehen. Okay, goodbye. Ach, siehst du, super. So, hier wird gelöscht, wie groß? Erledigt, Anrufer. Müssen wir die Polizei noch hin haben? Nee, ne? Hier brennt es. Ich wollte gerade sagen, was machen die denn jetzt? Ach, die löschen auch noch mit. Ist ja irre. Die helfen ein bisschen mit, die Jungs, wa? Die haben einen kleinen Trolley da rausgeholt und dann hier mal mitgehelfen. Was haben wir hier? Einige Menschen trinken in der Öffentlichkeit. Das geht gar nicht. Dann mal los, mein Freund. Heiz da mal rüber. So. Die sind fertig. Die lassen wir hier rüberfahren. So, die sind am Löschen. Sind auch gleich fertig. Die sind fertig. Vor allem müssen wir ein bisschen aufpassen, dass wir unsere Leute wieder verteilen, ne? Deswegen schicke ich ihn gerade hier drüben rüber, damit wir das alles ein bisschen verteilt haben. Anruf. 911, what's your emergency? Ich habe ein Problem mit meiner Tochter. Sie schreit, schmeißt Sachen um. Sie ist völlig außer Kontrolle. Ist sie verletzt? Nein. Was ist passiert? Ich kann sie nicht beruhigen. Sie zieht mir an den Haaren. Sie ist fast so groß wie ich. Wie alt? 14. Na, okay. Nein, sollen wir sie erschießen? Nein, das ist kein Notfall. Das ist kein Notfall. Oh ja, da müssen wir jemanden hinschicken. Was haben wir da? Schwangere Frau. Der Vater mal hoch. Kriegt ihr Kind zur Welt. Gut, da hilft aber auch die Polizei, ne? Wenn die da durch Zufall gerade ankommt, was ist hier los? Nee, ist kein Notfall. Ignorieren. 14-jährige Tochter, das ist ja ein bisschen, ne? Also. Teenager, wenn die dann durchdrehen, wenn die Hormone so nicht ganz so mitmachen, dann, ne? Sonnenschein kennst du, ne? Standing by. Was ist hier los? Kriegt ihr das zurecht, Freunde? Müssen wir die alle verhaften, oder was? Oder wie? Was haben wir hier? Verdächtiges Mädchen bot gerade etwas Nettes an. Ja, da wollen wir mal nachlauern, was da ist. Das war eine lange Fahrtwege, ne? Manchmal, du alter Schwede. So, und das checken wir ab hier. Jetzt können wir wieder ein bisschen runterrutschen hier. In Deutschland würden die anrücken wegen sowas? Hör mir das auf. So, nächster Einsatz. Ich muss reingehen. Hier am Bürgersteig liegt ein bewusstloser Mann. Wo? Da hinten, bewusstloser Mensch. Haben Sie gesehen, wie er bewusstlos wurde? Nein, er lag auf dem Boden, als ich ihn gefunden habe. Ist er verwundet? Nein, ich glaube nicht, dass er verwundet ist. Atmet er? Er atmet nicht mehr? Können Sie wiederbeleben? Herzlungen durchführen. Alles klar, der macht was. Klar, wir beeilen uns. Vollgas, Freunde, Vollgas. Herzstillstand. Gib Gas hier. Mein Gott, nochmal zu. Was haben wir hier noch? Vandalen. Zerstören öffentliches Eigentum. Alter Schwede, Fitz. Right away.
So, zweimal Mann dahin schicken hier. Vandalen. Die drehen voll am Rad hier. Kann doch nicht wahr sein. I'm listening. Understood. So, wie gesagt, das Coole an dem Game finde ich, dass du wirklich jede Stadt spielen kannst, die du möchtest. Egal wo das ist. Das ist, finde ich, absolut Hammer. Oh Gott, was ist hier denn los? Ist ja die Hölle. Was haben wir hier? Ein Feuer in einem großen Gebäude. Womöglich befinden sich Menschen im Inneren. Ach, dann muss man da Feuer hinstecken. Hör mal los, mein Freund. So, mach dich mal da auf den Weg. Ja, ja. Jetzt fehlt ein bisschen Musik im Hintergrund, ne? Wäre natürlich nicht schlecht. Anruf. 911, what's your emergency? Da haben wir es. Da haben wir es. Drücken Sie eine Zahl. Hallo? Hello? Is anyone there? Ist da jemand? Wir hören aber Leute im Hintergrund laufen irgendwo. Also irgendwo ist da jemand. Drücken Sie eine Zahl. If you can't talk, please press any digit on your phone, okay? Da. Hello, sir. We got a 911 call from your phone. Do you have an emergency? What's the signal? Not fire. Are you having an emergency? No, I'm not. Please lock your phone and make sure you won't call 911 by accident again, okay? That way you won't take up an emergency line for more important calls. Well, of course it's not. Genau, alles klar, ignorieren, zack. Vermutlich wegen häuslicher Gewalt oder so ähnlich. Die kommen ja auch bei Ruhestörung. Ist richtig, die kommen bei Ruhestörung. Wenn die freie Ressourcen haben. Medical heading to hospital. Got injured. Going to hospital. Was haben wir hier? Was war das hier? Banden. Banden kämpfen mit Schusswaffen. Freunde der Sonne. Mit Schusswaffen, super. Hier, komm, mein Freund. Hier ist ein bisschen Action hier heute, da müssen wir was tun. Alter Schwede, hier, die beiden Kisten sind auch voll. Eigentlich dürfen wir den noch gar nicht hinschicken. Alter Schwede, was ist hier los? Katzenbesitzer, oh Gottes Willen. Machen wir natürlich, Janik. Da schicken wir sofort die Feuerwehr hin. Am besten noch zwei Wagen. So, er steht hier oben auf Rufbereitschaft. Machen wir gesichert. Bandenkrieg. Dann mal los, mein Freund. Da gibt es bestimmt Rumgeballer. Wie groß? Hier, komm her, mein Freund. Gib Vollgas. Da wollen wir nur nicht hier, also dass da wirklich was passiert. In dem Land, wo Leute, die Kinder missbrauchen, 9 Monate auf Bewährung bekommen. Das ist der Hammer. Das geht gar nicht. 911, what's your emergency? Hello? Vom Nachbarhaus kommen laute Geräusche. Adresse, wir fragen mal nach. Natürlich am Arsch der Welt. Was ist los? Ja, wir hören die Musik im Hintergrund. Sind Sie in Gefahr? Ich fühle mich nicht sicher. Wieso? Als ob er auf Drogen sind. Um Gottes Willen. Wir senden natürlich Hilfe. Alles klar. Da ist irgendwie so eine Techno-Party gegangen. Da drehen sie bestimmt extrem durch. Haben wir da keinen. Wussten der. Ich habe den doch dahin geschickt, den Knecht. Warum fährt er da nicht hin? Und auch verletzte Polizisten wieder. Seht ihr? All das kann doch nicht wahr sein. So, hier, Freunde, helft mal mit. Da unser. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Kuga geht schon wesentlich besser, ja, ja. Der hatte so einen extremen. Ja. Medical heading to hospital. Ach, die sind wieder ausgelastet. So, pass mal auf. Right away. Waiting for order. Heading over there. Wir müssen sozusagen unsere kompletten Ressourcen dahin schleppen. So, was ist das nächste? Das haben wir im Griff. Das nächste, was ist das Katzenbesitzer? Right away. Die haben viel Katzenbesitzer hier, muss ich sagen. So. Eine ganze Menge sogar davon. So, pass mal, Feuerwehr kann wieder zurückkommen hier. Mehr Krankenwagen, ich weiß, ich brauche mehr Krankenwagen, auf jeden Fall.
Aber da fehlt mir die nötige Kohle, wenn man so will. So, er ist hier in Gange. Der, oh, der nächste Anruf. Es gab einen Überfall? Wo? Wo ist das jetzt? Natürlich am Ende. Wann? Sind Sie verletzt? Mein Freund ist verletzt. Was ist mit ihm passiert? Sie haben uns dann geschlagen. Er ist hingefallen und hat Atemprobleme. Hatten Sie Waffen dabei? Ich habe keine Ahnung. Wir sind weg. Alter Verwalter. So, jetzt muss ich erstmal bloß einmal hier sortieren. Hier drüben. Nimm den mit. Und du bist frei. Auf geht's. Vollgas. Ach Gottes Willen. Jetzt war noch jemand frei. Was macht er jetzt? So. Ja, ich weiß. Ist ein bisschen doof. Was? Oh. Rasendes Fahrzeug. Zahlreiche Verkehrsvergehen. Klemm den gleich mal unter den Arm hier, wenn du ihn findest. So, zack. Haben wir den schon mal am Sack, den Typen hier. Oh, der passt das so wieder. Oh, Officer down. Auch das noch. Was ist hier unten los? Man down. Ich dreh durch. Also sieht schlecht vor uns aus. Oh Gott, ist eine Einheit ausgefallen. Ja, ich brauche mehr Krankenwagen und Feuerwehr. Polizei, ganz sicher. Geht schon mal gar nicht. Super. Was ist das hier unten? Unter Beschuss? Wieso sind die unter Beschuss? Wir brauchen noch einen Krankenwagen runter. Oh Gott. Und was haben wir hier oben? Drogendealer. Und Verkehrsraser sozusagen. Na super. Hilft uns nichts, wenn wir nicht genug Leute hier im Gange haben. Ach Gottes Willen. Katastrophe gerade hier. Extrem. Oh Mann. Können wir nichts ändern. Müssen wir so durch. So, werden die jetzt verarztet hier oben? Was ist los? Die werden verarztet. Polizei ist da. Wundervoll. So, sind die durch? Ja. Was ist mit dem hier? Wir sind fertig. So, pass mal auf, mein Freund. Wenn du schon da bist, hier. Nein, dann können wir gleich den hier oben nehmen. Wer schneller? Ach, nehmen Sie sich beiden vor. So, wir haben bestimmt eine ganze Menge Mühe gemacht. Und zwar zum Schluss nämlich hier, ne? Zeit ist abgelaufen, Drogendealer -4, -6, Überfall -3, weil wir 2 wurden schwer verletzt. Beide Schusswaffenverletzungen. Alter Schwede, das kann doch nicht wahr sein. Allgemein, zack, okay. Rufpunkte 58. Wir haben natürlich jetzt keine Kohle eingenommen, richtig, ne? Kann man sagen. Na super. Wir müssen 27.000. Pass mal auf. Wir haben irgendwo ein leeres Auto rumstehen hier. Da. Sind die anderen wieder fit? Nee. Nur verletzten Krams. Wie wollte ich sagen? Verletzten Krams hier rumliegen. Nee, so ist es ja nur nicht. Die sind ausgelastet. Was habe ich denn noch hier? Feuerwehrleute. Wir haben ja noch Feuerwehrleute rumliegen. Die gerne in Einsatz wollen. So, zack hier. Und den hier auch nochmal gerne. So. Ach nee, die waren ja... Da war ja einer von... Nicht mehr am Leben, leider. Ach Gott. Das läuft richtig gut für uns hier. So, Belegschaftstechnik. Wir haben mal zwei Polizisten. Da haben wir jemanden. 80. Treffsicherheit 80. Das ist schon mal super. Haben wir noch jemanden mehr mit so einem hohen... Da, 79 nehmen wir auch noch. So, hier, Freunde. Rennen in die Kiste. Equipment haben wir, glaube ich, reichlich. 2 Knarren haben wir hier noch über. So. Wir dürfen natürlich auch noch mal gucken. Kugelsichere Weste wäre nicht schlecht, ne? Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Na, ich habe, glaube ich, zu viel. So. Nein, warte mal. Anziehen hier, Freund.
Auch wenn das zwickt und klemmt. Sicher ist sicher. Weil ich glaube, hier sind mehr Drogenhändler unterwegs als alles andere. So, wie gefällt euch das Spiel eigentlich so jetzt im Groben? So, das haben wir durch. Ja, alle voll belegt hier. Super. Oh, warte mal, hier können wir noch einen reinproppen. Ne? Haben wir noch Kohle dafür? Ich glaube, ja. Equipment können wir nicht mehr machen. Belegschaft. Ein Feuerwehrmann. Technisch hier, 97. Da. Die darf doch mitfahren. Bitte schön, dann mal los. So. Bin mal gespannt. Also, 100 Rufpunkte, wie sollen wir die denn schaffen? Mach nicht. Das würde mich mal interessieren. Feuerwehr, hier, Rettungswagen. Hier oben hoch. Der kann da bleiben. Dann haben wir einen Polizei. Schön hier in dem Bereich. Den würde ich da stehen lassen. Den möchte ich gerne hier oben hin. Irgendwie. Den ist der Weg nicht so weit. Und die Feuerwehr hier runter. Da einen hin. Und einen hier unten irgendwo hin. Warte mal. Zack, hier hin. So. Dann haben wir es. Dann dürften wir eigentlich anfangen. Das müsste jetzt klappen. Bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt. Oder wir starten gleich mal ein freies Spiel. Können wir auch machen. Lass wir gleich mal ein freies Spiel machen. Mal sehen, wie das läuft. So, was haben wir hier? Oh, oh. Eine Person wurde von einer Gruppe Schläger zusammengeschlagen. Ja. Ja. Reporting. Heading over there. Fahren wir darüber. Du bist auf dem Weg. Und der Anruf. Ich brauche die Polizei, bitte. Welches Problem haben Sie? Was? Ich habe etwas Geld in den Automaten gesteckt und es weigert sich, mir Geld zurückzugeben. Ich brauche das Geld, um einen Notruf zu machen. Sachverhalt nochmal abfragen. Sie haben... an jemand anders wenden. Jetzt diskutiert sie mit uns. Anruf beenden. Ignorieren. Und Leute, wisst ihr was? Das habe ich mir downgeloadet aus dem Workshop. Warte. Das geht mir ein bisschen schnell hier. Was haben wir? Eine Meldung über einen Raser. So, mein Freund hier, du hast Arbeit. So, da habe ich mir aus dem Workshop ja so einen extra, das sind 999 reale Anrufe hat er mit hier reingebaut. Und da haben wir gerade einen von gehört. Das finde ich fantastisch, was für Leute da so manchmal anrufen. Dass sie Probleme mit sowas haben. Ich drehe durch. So, pass mal auf, das haben wir. Da haben wir ja, so, hier, zack. So, komm, mein Freund. Schnapp ihn dir. Da ist der Knochen. Da ist er. Guck her. Schnapp ihn dir. Los. Schnell. Zack. 911, what's your emergency? Hello, was? Jemand versucht, durch die Hintertür in meinem Haus zu gelangen. Adresse? Okay, where do you live? Ich bin wieder betrunken. Oh mein Gott, was soll ich machen? Der Ex hat eine Waffe. Ein Messer. Ich bin angetreten. Verstecken wir sie. Nein, nicht schießen! Alter Freund, gib Gas, mein Freund, da brennt die Luft. Alter Schwede, mein lieber Freund, hier ist was los. So, hier, zack, darüber. Was ist da los? Vandal, öffentliches Eigentum, ach Gottes Willen. Das können die doch wieder nicht alleine bewältigen. Ich sehe das doch schon wieder kommen hier. Fahr da mal rüber. Was läuft hier ab? Ach Gott. Ja, hier. Gib Stoff. Da oben hoch.
Alter Schwede. Voll betrunken und durchgedreht. Was haben wir hier noch? Zack. Requesting support. Requesting support. In einer Studentenwohnheim wurde ein Feuermelder durch den Rauchmelder ausgelöst. Lass mal ruhig die Feuerwehr hinfahren. Wer weiß, das kann ja sein, dass das eine Fehlmeldung war. Ach, wir haben hier verletzte Personen. Ach, großartig. Und der muss ja auch hier runterfahren, das nützt ja nichts. Was haben wir hier? Meldung? Ein Herzinfarkt. Ach, großartig. Hier, mein Freund, das ist richtig. Der Herzinfarkt. Erstmal hier den Herzinfarkt abholen. Nützt ja nun mal nichts. Oh, der Kaffee ist schon wieder fast kalt. Das geht ja rasend schnell hier. Was? Oh Gott. Hallo? Wir hören Kinder im Hintergrund. Drücken Sie eine Zahl. Na, siehst du, wieder so eine Nullnummer. Beendet. Fahr hier schnell mal fix rüber. Was haben wir denn jetzt hier? Tasche einer Frau wurde geraubt. Verdächtig auf der Flucht. Ah, super. Haben wir jemanden hier, der da kann fix mal rüberfahren? Ja, gib mal Stoff hier. Fahren wir mal kurz darüber. So, du bist frei. Fahr mal hier hin. Wir können auch dicht daran zoomen, ne? Ein bisschen unübersichtlicher. So. Was hat er jetzt zu tun? Wo fährt der denn jetzt hin? Der fährt zum Krankenhaus oder was? Nee, jetzt. Echt jetzt? Also hier, wie gesagt, fehlt ein bisschen Musik. Ach ja. So, die sind noch beim Verarzten. Schlagstockmann, alles klar. Ja, ich muss den Anruf annehmen. Ich hab Schreckgebauch wegen. Oh Gott. Wie lange? Tut noch etwas weh? Ich würde sagen, geh mal zum Arzt. Mist, nur haben wir nicht gefragt, was er gegessen hat, ne? Ich glaube, das wird uns wieder angekreidet. Ich glaube, das kriegen wir wieder ab. So, pass mal auf, was ist hier los? Gib mal ein bisschen Feuer hier, Freunde. Das muss fertig werden. So, sonst haben wir nichts, ne? Da ist oben was. Umgestürzter Baum. Och Gott, ja. Der Verkehr muss fließen. So, pass mal auf, Feuerwehr, Polizei. Pass mal hier nochmal jemanden hier hochschicken. Der ist voll mit... Du bist bereit? Okay, was haben wir jetzt hier? Umgestürzter Baum, hält den Verkehr auf. Naja, du bist ja hier in Bereitschaft, mein Freund. Fahr mal hoch da. Regel das mal kurz. So, dann lass mit dem mal hier runterfahren. Der macht dich auch auf dem Weg. Du bist auch frei, ne? Warte. Das läuft doch da oben. Fahr mal hier runter. Was ist denn jetzt los? Unaufgesichtliches Gepäckstück wurde gemeldet. Es könnte eine Bombe sein. Es gab einen Überfall. Wo? Aha. Wann? Sind Sie verletzt? Schlimm zum Schlagen. Oh Gottes Willen. Sind die Angreifer noch in der Nähe? Ich denke nicht. Wir kümmern uns drum. Wir schicken jemanden. Ist doch. Also. Ne? Ja, klar, wir machen das alles. Aber ja. Kriegen wir schon hin. Pass mal auf, Feuerwehr ist unterwegs. Das war ja das Gepäckstück, ne?
Verdächtiger und das Hindernis. Ach ne, ein Hindernis. Doch nicht klar. War auch dieses Gepäckstück, was da war, ne? Das müssen wir mal abchecken, weil das hier ist. Vielleicht kracht das und empfehlen uns hier der drei Mann. Reporting. Case heading over there. Fahr mal hier runter, mein Freund. So. Die sind fertig, wunderbar. Reporting. Ein Gefangenen. Eine Person, die wir. So, haben wir. Schwangere Frau, unerwartet ihr Kind zur Welt. Mhm. Reporting. Wir haben ja right einen Krankenwagen Makif. Frau am Steuer, das wäre teuer. Polizeieinsatz. Ach, na, na, na. Die haben dich zu Klump gefahren. Das ist durch Panne. Was ist jetzt hier los? Alles klar, er fährt jetzt zum Krankenhaus zurück. Alles klar. So, das Ding ist auch fertig. Ja, Quatsch, zur Wache, ne? Wir haben ja einen Mann, der da gerade sitzt, sozusagen. So. Meldung, sag mal, was mir hier. Ein bewusstloser Mann. Okay, wo denn? Warum immer so weit weg? Warum immer so weit weg? Hm? Haben Sie gesehen, ist er verwundet? Okay, atmet er. Extrem, er stinkt extrem. Okay, sein Atem stinkt extrem. In Ruhe lassen? Nein, können wir nicht machen. Wir senden mal einen schicken Krankenwagen raus. Miste. So. Was war jetzt noch hier? Das war ein Raser, ne? Siehst du, den haben wir gleich im Sack, den Typen. Der muss auch mal bezahlen. So. Aber wir sollen 100 Rufpunkte zusammen kriegen. Wir schaffen das gar nicht. Wir haben 29, 30 Rufpunkte. Das schaffen wir nicht. Und der Beschuss braucht Hilfe. Warte mal, Meldung, zack. Verdächtige Person. Ein seltener Mann, verdächtiger Mann. Alles klar, hier. Fahr mal rüber. Scheint eine Waffe zu tragen. Womöglich bewaffnet. Also wisst ihr Bescheid, ne? Erst schießen, dann fragen. So. Alles klar. Das hat er erledigt. Wunderbar. Dann fahren wir hier wieder zurück. So. Was? Hat sich erledigt. Jetzt brauchen wir einen Krankenwagen. Reporting right away. Da dann mal los. Na gut. So denn. So, aber wir haben nur 33 Punkte, also wir brauchten 100, waren das, ne? Echt, ja. Hallo Schädelhandel, schön, dass du reinguckst. Überhaupt. Ein Endlosspiel. Können wir gleich mal gucken. Können wir gleich mal probieren. Mal sehen, was wir da. Da müssen wir gleich mal rausfinden, welche Stadt wir nehmen, ne? So, gib mal Feuer hier. Feuerfreie Amerika hier. Das muss ja mal fertig werden. Zack. Injured on board. So. Da waren die Bauchschmerzen. Ja, den hätten wir doch weiter befragen müssen. Da war bestimmt mehr drin als nur so ein bisschen, ne, schlecht gegessen. Oder irgendwas. 37 Rufpunkte haben wir eins eingehandelt. Das war natürlich, ne. Die Stadt ist eh ziemlich klein. Du spielst ja aber auch nicht auf einer kompletten Stadtkarte. Das machst du ja nicht. Das wäre viel zu groß. Das würdest du gar nicht überblicken können. Pass auf, gehen wir mal zurück hier. Ja, haut mir die ja mal Vollgas hier. So, zurück. Was haben wir denn noch? Sollen wir ein freies Spiel machen oder sollen wir die einzigartige Stories?
Muss einen guten Ruf pflegen. Wie sammelt man die Punkte, wenn man jedes Mal neu anfängt und alles wieder null ist? Das ist natürlich auch doof. Oder wir machen mal ein Freispiel. Starten wir einfach mal ein Freispiel. Nein, man kann die nicht erweitern. Hamburg. Kopenhagen. Hey, juhu. Wien. Wien. Kleine Ortschaften suchen wir auch hier. Pass mal auf. Ich gebe das mal aus Witz mal ein. Pass mal auf. Mal sehen, ob wir es finden hier. Wien. Ja, natürlich. Wien ist da. Okay, Ruho. Schön, dass du da warst. Wie erkennt man einen Schlaganfall? Wirklich interessant, Mensch. Zack, da haben wir Wien. Das ist aber auch nur diese Ausschnittsgeschichte hier. Mehr ist es nicht. Wir haben nicht die komplette Stadt. Was haben wir denn noch für Städte? Was wollen wir denn noch versuchen? Was gibt es denn noch Feindes? Berlin haben wir auch, ne? Lass mal Berlin suchen. Berlin ist aber bestimmt da. Oh, es gibt hier auch. Gott, Gott. Berlin, USA, North Dakota. Berlin, USA, Georgia. Mein Gott nochmal. Hier, Deutschland, ne? Da hatten wir nur geladen. Stalingrad, hör mal auf. Alter, das ist eine ganz schön monstermäßige Karte, wenn er jetzt schon so lange am Rechnen ist. Alter Schwede. Da ist Berlin. Das ist Berlin. Na gut. Okay. Na gut, hier ist die Spree, ne? Das passt schon. Es gibt eine geile Straße in Kanada. Rate mal. Keine Ahnung. Keine Ahnung, kann ich nicht mithelfen. Was sollen wir machen? Was sollen wir machen? Wollen wir ein freies Spiel machen? Eine Stadt mal spielen oder sollen wir die schnelle Karriere mal versuchen? Heilbronn. Pass mal auf, versuchen wir das mal. Freies Spiel, da suchen wir nach Heilbronn. Mal gucken. Wie wird das geschrieben? Doppel N? Mal gucken. Ja, Heilbronn ist da. Fortsetzen. Zack. Wo war Heilbronn? Da oben. Da ist Heilbronn. Und wie willst du, was? 23 Bezirke auf einer Karte machen? Die Karte ist ja nur ein Ausschnitt. Du hast ja nicht die komplette Stadt. Du spielst ja nicht die komplette Stadt. Na, Dildo Street. Okay, auch nicht schlecht. Machen wir es mal. Wir starten einfach mal Heilbronn. Einfach mal aus Witz, weil wir es können. Weil ich das cool finde. Du kannst wirklich, ist egal. Auch wenn die Stadt oder der Ort nicht da in dem Kartenverband mit drin sitzt, dann lädt er sich die Straßendaten runter und drückt das da ein Spiel mehr rein. Finde ich absolut Hammer. So, pass mal auf, zack. Da haben wir es. Heilbronn. Schicht 0. So, pass mal auf, wir müssen mal gucken, was wir hier haben. Wir haben 1, 2, 3, 4 Feuerwehr. 3 mal Polizeiautos und einmal Moped. Bisschen was Fixeres hier. Was haben wir denn da? Haben wir ein Auto über? Nee, haben wir nicht. Ach, großartig. Oh. Stalino. Habe ich jetzt nicht geguckt. Gucke ich jetzt nicht. Pass mal auf, wir backen die mal voll hier. 98, warte mal, da so. Zack, 72. Bitteschön. Das haben wir. Doktörchen können wir noch hier noch vor der erste Hilfe. Packen wir da noch mit rein. Haben wir hier auch noch, Mensch. Wir haben noch mehr. Die machen wir wirklich voll hier. Vor allem, je mehr Leute das sind, desto schneller sind die mit dem Abarbeiten. Natürlich, ganz klar. Und nur 3 Feuerwehrleute. Wagen. Schade. Schade, schade. So, wir brauchen aber noch Equipment. Wir haben keine Pistolen.
Wir haben keine Pistolen, wir brauchen zwei Knarren noch. Oh hier, da haben wir es. Guck mal hier. Da haben wir das Gewehr. Was kostet das Gewehr denn? 3000. Das Gewehr kostet 3000. Hat auch ein bisschen mehr Durchschlagskraft, ne? Wir kaufen uns mal zwei Gewehre. So, Freunde, hier. Die Wagen im Großraum, in der Großraum, Polizeilimousine, die haben dann ja beides Gewehr. Kugelsicherwesten haben wir jetzt gar nicht. Erste-Hilfe-Kisten haben wir hier. Und wir haben Systemterminal, Polizeiequipment. Frag mich nicht, wozu das gut ist. Ermöglicht einen einfachen Zugang zur Polizeidatenbank, was viel Zeit bei Einsätzen spart. Oh, das wäre natürlich super gewesen. Eieiei, kaufen wir doch einmal. Ist nicht verkehrt. Das ist natürlich cool. Die Frage ist, wer kriegt es? Ach, die kriegen es hier. Na super, was haben wir hier noch? Technische Hilfe. Technisches Werkzeug. Das ist für unsere, sag mal schnell, für unsere Feuerwehr ganz wichtig. Aber wir haben keine Kohle mehr, das ist das Problem. Ach, großartig. Und ganz nebenbei, der Fußball funktioniert wieder. Den habe ich wieder angeschmissen. Wie gesagt, alles resettet, ne? Das natürlich wieder ein bisschen Panne ist, was mich jetzt extrem ärgert, weil der hat mir alles zerstört. Der wollte nicht mehr mit das Backup nehmen, nichts mehr. Das ist alles ärgerlich. So, pass mal, was haben wir? Fahrzeuge hier? Wollen wir da mal reingucken hier? Oh, Polizeihubschrauber. Das wäre noch was. Medizinischer Transport. Krankenhubschrauber, ich drehe durch. Und was haben wir hier noch? Rettungshubschrauber. Da haben wir doch so einen Apparat. Feuerwehr-Pickup. Oh Gott, das wäre. Aber wie gesagt, wir haben keine Kohle dafür. Da brauchen wir richtig Schotter. So, wir starten. Wir starten einfach mal. Pass mal auf. Starten wir mal Heilbronn. So, hau das hin. Ja, ne? Wie du sehen kannst, alles, was hier grau ist, da können wir nicht hinfahren. Und das ist natürlich. Ne? Da fehlt noch ein bisschen was. Wir können nicht alles abfahren. Wir haben wirklich nur diesen grauen Bereich, also den hellen Bereich. So, was steht hier rum? Ein, zwei Autos? Da steht nur einer rum, alles klar. Ist hier auch nur einer? Hier sind, glaube ich, zwei, ne? Richtig? Ne, auch nur einer. Wo sind denn zwei? Hatten wir nicht... Alter, haben wir nur drei? Wir hatten noch drei Feuerwehrwagen, ne? Ja, siehste. Da hat sich noch einer versteckt hier. Lümmel. Lass mal hier rüber auf die andere Seite fahren. So, polizeitechnisch, wenn wir mal gucken hier, da war noch einer mehr, hier drüben hin. So, der nächste, der ist hier alleine, da haben wir hier zwei. Das Moped. Wir haben doch was ganz Fixes hier unterwegs. Das oben müssen wir auch noch absichern. Um Gottes Willen, Bankraum geht nicht. Da, so weit war ich noch gar nicht. So, wir starten hier einfach mal. Mal sehen, wie weit wir hier durchdrehen. Bin mal gespannt. So. Erster Einsatz. Was haben wir? Chemische Gefahr. Meldung über verschüttete chemische Substanzen könnten für Verkehr und Menschen gefährlich sein. Na gut. Fahr da mal ganz easy runter. Da hat so ein bisschen einer Spülmittel abgekippt. Kriegen wir hin. Ach, kein Problem. Ey, Sonnenschein, nicht entschuldigen. Quatsch. Nee, so weit war ich noch gar nicht. Aber ich beeile mich. Ich versuche das alles wieder hinzukriegen. Gerade zu biegen, würde ich sagen. Gibt es Terroristen von IS? Nein, das glaube ich nicht. Es gibt bestimmt auch wieder so eine Mod. Der Anruf. 911, what's your emergency? Ist eigentlich lächerlich. Warum? Wo sind Sie? Oh. Feuerwehr schicken? Klettern? Klettern? Es ist nicht wirklich hoch, aber es ist hoch. Alleine machen. You can try climbing the tree yourself if you want and try to get the cat down. But I don't have any fire department vehicles available right now to help you. Alter Schwede.
Oh, jetzt hat ihn gerade weggedreht. Nein, der ist bestimmt runtergefallen. Alter, das darf doch nicht wahr sein. So, was habe ich hier? Das nächste ist Herzinfarkt. Er ist unterwegs. Herzinfarkt läuft. Kriegen wir hin. Das nächste ist Person von einer Gruppe Schläger zusammengeschlagen. Na toll. Hier, komm, mein Freund. Hier ist gerade live. In Heilbronn ist richtig was los, muss ich mal sagen, ne? Die benehmen sich da nicht. Hier, die Feuerwehr kann auf diesem Rücken hier. Du stehst auch ziemlich einsam hier oben, kann das sein? Dann müssen wir in der Mitte runterfahren. Und pass mal auf, wir kriegen bestimmt nachher noch einen reingedrückt, weil wir da... Was ist los? Alter, die Faustschläge hier einmal abdrücken, ist Ruhe. So. Nächster, was haben wir hier? Oh mein Gott. Die Party in der Nachbarschaft ist zu laut. Wahrscheinlich werden Drogen konsumiert. Oh mein Gott. Wo haben wir denn unser... Ja, da müssen wir mit dem Auto hoch. Da müssen wir mit dem Auto hoch. Moped bringt hier nichts. Ja, was will der denn hier? Der soll doch nicht hin. Alter, hallo, hallo. Du fährst ja mal hoch. Wo bist du denn hier? Da oben hin. Injured on board. Heilbronn ist gefährlich, ja, das glaube ich auch. So, wie gesagt, das läuft. Laute Musik, zack, was haben wir hier? Ein Mann, der sich spritzt. Waiting for right away. Fahr da mal hin. So, was haben wir hier? So, pack die ein jetzt hier. Erledigt. Was mit dem hier? 76, oh hier. Du, fahr mal ein bisschen weiter. Fahr mal hier so ein bisschen hoch. Ein gebrochener Knochen nach einem Sturz. Eine Person meldet einen gebrochenen Knochen nach einem Sturz. Okay. Ich habe mein Bein abgehakt. Sie haben Ihr Bein abgehakt? Ich habe meinen Cousin in der Werkstatt geholfen. Dabei hat sich ein Holzstück bin ich auf ein Holzstück getreten. In ein Bein mit der Presse stecken geblieben. Was? Ist er in der Nähe? Er liefert Waren aus. Er kommt erst heute Abend wieder. Hier ist keiner in der Nähe. Hat sich ein Bein abgehakt. Abbinden. Ja, wo bist du, mein Freund? Natürlich, am Arsch der Welt. Ja. Du bist viel zu weit weg. Du bist nicht daran. Vollgas. Der bindet sich das Bein ab. Ich dreh durch. Beruhigen. Oh Gott, ich werde ohnmächtig. Alter, reiß dich zusammen. Reiß dich zusammen, mein Freund. Alter, sprechen Sie mit mir. Nein, sprechen Sie mit mir. Haben Sie eine Freundin? Ich habe eine Verlobte. Wie heiratet in 2 Monaten? Alter, gib Gas! Lass es schnell enden. Alter, reiß sie zusammen. Die werden wieder gesund. Fledern, versprechen Sie es mir? Ich verspreche es, Dix. Sagen Sie es ihr. Alter, du bist ja ohnmächtig. Gib Stoff, mein Freund. Oh, ich dreh durch. Alter, Mann, der sich spritzt. Das, hier ist noch jemand frei. Was haben wir hier denn eigentlich? Was ist das hier? Überdosis Drogen genommen. Kritischer Gesundheitszustand gemeldet. Alter, das alles in Heilbronn, das kann doch nicht wahr sein. Was haben wir hier denn für einen? Eine Person wurde entführt. Oh Gott. Was machst du gerade? Hier. Heading over there. Uns fehlen Leute. Gib Gas hier. Das Abbein wartet. Was ist hier oben los? Case resolved. Alles klar, den haben wir schon mal verpflichtet. Requesting support. Requesting support. Oh, Freunde der Sonne. Darüber. Zack.
Was haben wir hier noch rumlaufen? Was ist das hier? Auto ist über eine rote Ampel gefahren. Ach Gott, das wäre... Injured on board. Gleich einpacken. Verschrotten. Requesting support. Requesting support. Nicht in Großbuchstaben schreiben, Schädelhandel. Nicht gut. Weil ich jetzt nicht versprechen konnte, ist er ohnmächtig geworden? Nee, glaube ich nicht. Liegt ein bewusstloser Mann. Haben Sie gesehen, wie er bewusstlos wurde? Nein, er lag bereits auf dem Boden, als ich ihn gefunden habe. Na, wo denn? Bestimmt auch wieder ganz woanders. Na, oh, das ging doch. Okay. Ist er verwundet? Nein, ist nicht verwundet. Atmet er? Er atmet extrem. Ich schicke mal einen Krankenwagen vorbei. Na super. So, das läuft. Pass mal auf. Was haben wir hier denn? Besitzt illegale Software und oder Daten gemeldet. Okay. Fahren wir da mal rüber. So, das Appelbein ist im Auto. Die fahren zurück zum Krankenhaus, alles klar. Was macht er hier oben? Der braucht ja nicht oben in der Walachei rumzugucken. Was ist das denn hier? Ey, da ist noch eine... Ach so, da war noch einer zurück. Okay, pass mal auf. Was haben wir hier? Der Wagen ist noch frei. Dann. Okay, fahren wir hier rüber. Was haben wir hier? Wurde geraubt. Verdächtig auf der Flucht. Lass mir das Moped da mal hochrauschen. Nächster, was ist nun los? Ein Mann hat vor, von der Brücke zu springen. Hopp, hopp. Nein, das müssen wir unterbinden, das geht nicht. Und schon wieder. 911, what's your emergency? Hallo? Singen wir mit. Ich trau mich nicht aufzulegen. Da kriegen wir bestimmt auch wieder einen rein. Oh Gott. Selbstmord, technische Störung. Ach ja, klar. So, pass mal auf. Da. Was haben wir hier? Katzenbesitzer meldet. Das ist eine Katze auf einem Baum gesteckt. Was machen die ganzen Katzen auf dem Bäume? Erzählt mir das mal. Alter, was machen die ganzen Katzen auf Bäume? Wenn der... Fahr da mal rüber. Oh, was haben wir hier denn? Betrunkener Fahrer verursacht Unfall. Ach ja. Okay, so denn. Hier ist ja richtig die Hölle los, mein Gott. Oh Gott, was nun denn? Das nächste ist... Taschendieb einer... Die Tasche einer Frau wurde... Der Taschendieb. Die Tasche einer Frau wurde geraubt. Verdächtig auf der Flucht. Jo, den werden wir mal kurz, ne? Den sacken wir mal kurz ein, den Knecht. Hallöche Maria, wieder da. Schön. Tag. Ready for the next case. Alles klar. So, pass mal auf, was haben wir noch über? Das wird behandelt. Da ruppen wir die Katze mal vom Baum. Bombendrohung. Hier, Moped. Gib Stoff hier. Bombendrohung. Waiting for orders. Heading over there. So, Feuerwehr auch da hinterher. Case solved. Sehr schön. Also dann mal, ne? Hier. Wollen wir das ein bisschen aufteilen hier? Schauen wir hier runter. Ups, Anruf. Es gab einen Überfall. Wo das denn schon wieder? Wilhelmstraße. Mhm. Da ist ein Überfall gewesen. Wann? Vor einem Augenblick. Sind Sie verletzt? Okay, so
Ich wurde überfallen. Na gut. Wir schicken da mal die Polizei hin. So. Was nächste? Was ist hier oben? Meldung bei der Rasa. What are the orders? Affirmative. Hey, Freund der Sonne, das ist hier unten längs. Du bist viel zu. Das ist doch kürzer da unten rum. Police transport needed. Was? Ach, da müssen wir doch runter. Müssen wir einen runterschicken, weil den will er nicht transportieren können. Der auf seinem Moped kann natürlich keinen mitnehmen, ist ganz klar. Geht nicht. So, die Katze ist runter vom Baum. Die haben wir kurz mal geerntet. Ja, Mann. Gib mal richtig Feuer hier. So, los. What are the orders? On my way. Zack, in der Tasche. So. We're ready. Affirmative. Ach, die Geschichte ist auch zu Ende. Siehste. Da bin ich mal gespannt. Rasa, das kostet richtig. Das kann ich dir sagen. Das wird nicht billig. Mann, Mann, das wird richtig teuer. Das kann ich dir sagen. So, bin gespannt. Katze auf dem Baum. Haben wir ignoriert? Nein, aber nicht. Haben die echt ignoriert? Ach ja, klar. Wir haben den Knacker ja selber raufgeschickt. Ganz zu Anfang. Sonst haben wir alles geschafft. Wir haben alles gelöst. Alles gelöst. Den Sänger haben wir ignoriert. Ganz, ganz gekonnt. Das war ganz gut. Sonst, also ich müsste. Naja. Das sind die kleingedruckten Geschichten. Man weiß immer nicht, was da gerade auf dem anderen Ende von der Telefonladung ist. Das weiß man vorher immer nicht. Wir haben 51.000. Krankenwagen kostet uns. Was brauchen wir nicht? Was brauchen wir nicht? Was haben wir hier? 1, 2, 3, 4. Krankenwagen, Krankenwagen, Krankenwagen. Uns fehlt ein Krankenwagen. Ich glaube, Krankenwagen ist gar nicht mal so ganz doof, ne? Aber ich glaube, Equipment, Belegschaft. Wir hätten Platz für. Ja, was machen wir jetzt? Entweder Krankenwagen oder. Polizei. Wir können das natürlich auch aufstocken und sagen, ja, wir geben die Kohle für Equipment aus. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Dann sind wir noch ein bisschen schneller unterwegs. Ich glaube, das ist nicht verkehrt. Und zwar, hier die Terminal-Geschichten ist, glaube ich, nicht ganz doof. Zweimal mehr. Du bekommst das noch mit und du hier unten auch. So. Nee, warte mal, sag mal so. Und Erste-Hilfe-Koffer brauchen wir hier. Kostet uns 3.000. 1, 2, 3. 6 Mal, ne? Ja. Dann sind wir natürlich schneller in Erste-Hilfe-Geschichten. Alter, du musst die auch. Das musst du auch nehmen. Wenn ich dir jetzt schon gebe. So. Zack. Hier genauso. Bitteschön. Und den auch noch. Nein, der soll doch hier unten hin. Mensch. Genauso wie der hier. So. Hier müssen wir noch runter. Technische Hilfe. 3000. 5 machen wir erstmal verteilen hier. Zack, erstmal in jeden Wagen ein. So, zack. Nehmen wir noch einen mehr mit. Warte mal, kaufen. Zack. So, wir brauchen ja nicht jedes Mal die ganze. Brauchen ja nicht jedes Mal die ganze Tasche leer räumen. Kugelsichere Westen auch nicht verkehrt, ne? Ich glaube, wir gehen mit uns kommt unsere komplette Kohle aus. Aber Heilbronn ist ein wirklich ganz gefährliches Pflaster. Da müssen wir echt. Ja, das geht nicht. Wir müssen hier mit sowas echt. Weil sonst bringen sie uns echt noch um. Das geht nicht. Also. So. Die zwei haben Gewehr, da können die von der Entfernung, ne? Bisschen draufhalten. Dann sagen wir mal hier, auf geht's. Entsendung starten. Aber er fängt jedes Mal wieder bei Null an. Das finde ich jetzt ein bisschen kuriose. Pass mal auf, was haben wir jetzt? Haben wir einen Wagen hier oder zwei? Zwei. Pass mal auf, wir schicken mal einen hier oben hoch. So.
Du bist nicht schuld, nein. Das sagen sie alle. Das sagen sie alle, wir sind nie schuld. Hatten wir nur 3 Krankenwagen? Echt jetzt? Aber voll ausgestattet, die Jungs, ne? Stimmt, das war's auch. So, hier haben wir... Da war noch irgendwo... das Moped. Das schnelle Moped. Wo haben wir hier denn... Was fixt es hier? Ich kann aber hier oben rumfahren, ne? So. Dann haben wir hier noch jemanden. Den wollen wir hier unten mit hinhaben. So, und der ist auch alleine hier, ne? Der ist alleine und der ist auch alleine. Jeps. So, dann lass mal starten. Mal sehen, was passiert. Ich bin mal entspannt. Alles noch ruhig. Der erste Anruf. Ach Gott, warum denn so weit weg? Drogendealer. Okay. We are ready. Affirmative. Alter, ist das weit weg. Also wenn das hier Heilbronn ist, was ist denn das hier unten? Das ist doch bestimmt irgend so ein kleines Dörfchen. Das ist doch gar nicht, eigentlich, ne? Das gilt schon gar nicht. Fahr da mal runter. Was ist das nächste? Ein Autounfall. Ursache muss geklärt werden. Wer ist denn nicht dran? What are the orders? 10-4. Fahr da mal runter. Klär mal den Krams. Eine Fledermaus in der Wohnung. Oh, beruhigen. The bat isn't gonna hurt you. It's more afraid of you than you are of it. Just close the door and stay calm. Ich sitze auf der Toilette und höre immer noch sie durch die Wohnung fliegen. Ah, öffnen Sie das Fenster. Ma'am, you can help yourself here. Just open a window wide and turn off the light. Before you know it, the bat will be gone. Kommt nicht in Frage, dass ich hier weggehe. Oh Gott, wie ist denn die Adresse? What's your address? Ich schicke da mal jemanden runter, mein Gott. Oh, was verlangen Sie nun von mir? Soll ich Batman schicken? Genau. So, what do you want me to do? Send Batman? Hauptsache. Okay. Eigentlich ist das voll Blödsinn, naja. Okay, I'll send somebody to help. Just stay there, please. Ja, ja, wir schicken da jemanden runter. Wenn was anderes passiert, umgestürzter Baum. Umgestürzter Baum. Wie weit bist du denn? Bist du nicht daran? Nee, ist das gleiche Spiel. Egal. So. Umgestürzten Baum. Hier unten ist was los. Und? 3, 2, 1, da. War das nicht ein Mädchen, die da irgendwelche Sachen verteilt hat? Hm. Das Mädchen müsste sich mal rasieren. Standing by. Die sind, fertig. Ach, die sind wieder gut drauf. Was haben wir hier? Hund hat eine Frau, eine Person gebissen. So, fahrt da mal schnell hin. Sag mal, der fährt diesen Weg, der außenrum. Ist das nicht kürzer, wenn er den Weg fährt? Hm. Ja, ist doch wieder gemogelt, das Ganze hier. Shots fired. Requesting backup. Was? Wie? Verdächtiger? In Schelle nehmen und dann Ruhe. Was haben wir denn jetzt hier oben? Eine Person wurde aus unbekannten Gründen bewusstlos. What are the orders? On my way. Fahr da mal fix rüber, mein Freund. Schau dir das mal an. Case solved. So. Die sind fertig, die beiden. Sehr schön. Verletzte Person. Und was haben wir jetzt? Verdächtiges Mädchen bot gerade etwas. Schon wieder. Ein Mädchen. 911, what's your emergency? My car was stolen! Wann? I just got my car stolen, but I have no idea when it exactly got happened. Wo? Where did it happen? The car was in my parking lot near my apartment as usual. Haben Sie vielleicht falsch geparkt? No parking zone, or somebody's driveway, or maybe a bus stop. I was sure I didn't. It was a normal parking place. Woanders geparkt? Maybe they left your car somewhere else, sir. No, rather not. Sind Sie sicher? Sir, are you completely sure that your car is not in another parking space? Yes, yes, I'm 100% sure. Das ist kein Notruf. I can't do anything about it.
This is not an emergency situation, so you need to contact your local police station. That'll help you out. I thought that's the number to the police, isn't it? Just send somebody, okay? I need a phone to look for the cops. Nicht die Leitung blockieren. Das ist kein Notruf, wenn ein Auto geklaut wird. Yep. Erklärung. Beschrieb werden. Ja, ja. Ignorieren. Ja, ist manchmal ein bisschen hart. Aber so ist das nun mal. Was haben wir hier denn? Einige Menschen trinken in der Öffentlichkeit. Das ist natürlich nicht gut. Schick mir das Moped mal runter. So, der liegt. Das hier, was haben wir unten? Pass mal auf. Party in der Nachbarschaft. Ja, ist ja dicht dran hier. Fahr mal da fix hin. Pass mal auf, er ist hier frei. Das waren noch die beiden Typen mit der Knarre, ne? Ich glaube, das waren die beiden mit der Knarre. Hm. So, die werden jetzt mal durchgecheckt hier, die Herrschaften. So, wie sieht's hier oben aus? Reporting. Alles klaro. Wieder alles schicko. Dann kannst du mal wieder zurückkommen. So. On my way. Was haben wir hier? Meldung über einen Raser. Ein Raser! Wo rast er denn hin? We are ready. Affirmative. Kriegen wir die zu fassen? Wow, komm mal her, gib richtig Stoff jetzt. Los, schnapp ihn hier! Er kommt zu uns, der fällt uns so ganz entgegen. Nein, wie großartig. I'm listening. So, fahr mal. Nee, da nicht, sollst du nicht hin. Hier unten runter. Understood. Na los, schnapp ihn dir doch. Zack. Siehst du wieder eine Frau am Steuer? Guck dir mal an. Die rasen wie die Verrückten. Die hat bestimmt einen Friseurtermin gehabt oder irgend sowas. Bestimmt. So, was haben wir jetzt hier? Zack. Hauseinbruch. Ey, das passt ja. Wie weit bist du hier? Bist du bald mal fertig? Wer? Er hier? What are the orders? 10-4. Nächster Anruf. Oh Gott. Hey, warte mal. Right away. Zack. Ein bewusstloser Mann. Haben Sie da liegen sehen? Atmet er. Stinkt extrem. Okay, ist er verwundet? Ist er möglicherweise betrunken? Er sieht nicht betrunken aus? Okay, wo denn? Hey, direkt vor der Tür, ich dreh durch. Ich schick mal einen Krankenwagen hin. Na gut, schick mir mal, das ist ja kein Problem. Wir haben's ja. So. Der nächste ist schon da. Was haben wir hier denn? Shots fired. Requesting backup. Massiver Blutverlust. Oh Gottes Willen. Er ist frei. Heading over there. Massiver Blutverlust. Fahr da mal schnell hin. Und der Beschuss. Mach mal keinen Ärger jetzt hier. Ach, alles wieder im Lot hier. So, was haben wir? Fertig, jetzt Mädchen. Schon wieder. Ready for the next case. Waiting for instruction. Das Mädchen mit dem Bart war schon wieder da. So, die beiden sind fertig. Verdächtige im Gefängnis. Sehr schön. Das Mädchen schon wieder hier. Guck mal da. Ran in die Zelle. Jetzt haben wir natürlich die ganze Polizei hier rum. Ah ja, und da oben ist gar nichts, ne? So, fahren wir da hoch. Was haben wir hier unten? Überdosis Drogen genommen. Überdosis. So. Die beiden hängen auch zu dicht zusammen. Understood. Fahr mal hier rüber. Der nächste Anruf. Hallo? Ein seltsames Fahrzeug? Im Parkverbot? Was stört? Ach Gott, das ist eine Adresse. Gib mal die Adresse durch. Saarlandstraße kann nur verkehrt gehen.
Ich schicke da mal die Polizei rüber. Es kann ja alles Mögliche sein. Es kann ja auch, wie gesagt, eine ISIS-Bombendrohung sein. Wollen wir nicht den Teufel an die Wand malen, aber man weiß ja nie. Er rauscht hier mit seinem Moped schön fein hin und her. Das nächste, was haben wir hier denn? Mehrere bewaffnete Männer haben das Personal bedroht und Geld. Oh Gottes Willen. We are ready. Copy. Going there. Vollgas, hier. Unsere Kanonenleute sind hier nämlich drin, ne? Check das mal ab da. Gleich wird rumgeballert. Oh Gott, gleich wird rumgeballert. Was haben wir jetzt hier? Injured on board. So, komm schon. Und das nächste, was haben wir hier? Epilepsieanfall. Hast du Platz für einen? Ja, bestimmt. Ich wusste es, ich wusste es. Was haben wir hier? Zwei Verletzte. Gut, passen hier rein. Sind von unseren Jungs welche verletzt? Nein, alles gut. Alles bestens. So. Oh, hier, warte mal. Das geht ja ganz schön schnell, ne? Zack, das haben wir. Das wird gerade durchgenommen hier. Nächster Anruf. Oh mein Gott, Mann. Ein Überfall. Wo denn? Was steht da? Neckarten, Tacher. Wann das denn? Sind Sie verletzt? Wir sind in Ordnung, alles klar. Alles klar. Sehr schön. Dann fahr da mal hin. Klär das mal kurz ab. Reporting. Mach mal auf. I copy going. Shots fired. Requesting backup. Wo? Und der Beschuss braucht Hilfe? Schlägerei. Leute, droht nochmal mit der Knarre und das ist alles wieder im Lot hier. What are the orders? I copy. Go in there. Na gut, alles wieder gut. Brauchen wir gar nicht hineiern. Nehmen wir gleich den aber mit. Auf der Landstraße, ja klar. Hier ist wirklich, also. Oder die Straße heißt so, ne? Keine Ahnung, wie sie da zusammenbasteln. War da noch was? Oh, hier oben, was ist das denn? Autounfall. Keine Verletzten, aber die Fahrer streiten. Oh, mein Gott. What are the orders? I copy. Go in there. Injured on board. Also diese. Der fährt erstmal kurz weg. Ich muss irgendwo im Krankenhaus sein, glaube ich, ne? War hier ein Krankenhaus? Ja, natürlich mehr als das. Waiting for orders. Dann fahren wir hier hoch. Check das mal kurz ab da. So, ihr braucht hier nicht so dicht aufeinander hocken. I copy. Go in there. Mal einen hier rüberfahren lassen. Eine verletzte Person. Schwer verletzt sogar. Okay. Naja, dann mal los. So, das war unser letzter. Wir schaffen aber nur 33 Rufpunkte. Ich weiß nicht, wie man da 100 schaffen soll. Also, ich weiß nicht. Oder wird das wirklich addiert? Keine Ahnung. So. Wie weit haben wir es denn hier? Mach das mal fertig, dann sind wir auch schon durch. Injured on board. Fertig. So. Gestohlenes Auto haben wir ignoriert. Also ich fand nicht, dass das ein Notfall war. Ich weiß nicht warum. Der Wagen des Anrufers ist verschwunden. Der Anrufer war nicht mit dieser Entscheidung einverstanden und schrieb eine Beschwerde. Der Disponent wurde vom Anrufer provoziert, deswegen dieser den Anruf beendete. Ja, natürlich. Was ist denn das Problem? Blockieren Sie bitte nicht die Leitung. Hast du gesehen? War das richtig? Warum ist denn minus 3? Verstehe ich jetzt nicht. Na gut, was haben wir noch? Der Rest müsste eigentlich gut sein. Ne? Oh ja, falsch parken. Was haben wir da verkehrt gemacht?
Der Anrufer meldet ein Fahrzeug im Parkverbot. Der Einsatz des Rettungsteams war nicht notwendig. Na toll, das war dann schon mal ein Haken, den wir uns eingeboost haben. Ach Gottes Willen, na gut. So, zack. Das waren nochmal 9 Punkte. Wir verdienen nicht richtig, wenn ich gerade sehe, ne? 39,5. Mehr ist das nicht. Mehr kriegen wir nicht zusammen hier. Das ist echt ein bisschen mager, ne? Also das müsste ein bisschen mehr werden. So, pass mal auf, wenn wir jetzt... Die haben wir mit Kisten ausgestattet. Fahrzeug können wir uns nicht leisten. Das wird nichts werden. Aber wir können uns noch Belegschaft zulegen. Und zwar 2 Feuerwehrleute, würde ich sagen. 3 sogar. 1, 2, 3. Zack, die nehmen wir alle mit. Da ist nämlich einer. Den haben wir den auch noch hier. Dann haben wir unsere Feuerwehrwagen voll. Das ist ja schon mal gar nicht schlecht. Dann lassen wir mal erste Hilfekisten zulegen. 3 Stück. Dann haben wir die wirklich ausgelastet hier. Dann geht das noch schneller. Und Polizei. Terminalsystem. 2 schusssichere Westen brauchen die Herrschaften hier noch. So, dann haben wir die auch fertig. Dann passiert da auch nichts mehr. So, Feuerwehr, pass mal auf, die lassen wir doch mal ausrüsten hier mit. 2, 3. Kriegt man jeder mal so einen kleinen Werkzeugkoffer in die Hand, ne? So. Alle zufrieden. Und schon wieder 0. Oder ist das wirklich von jeder Schicht und dann hoffentlich wieder zusammengezählt? Ich hoffe mal, dass es zusammengezählt wird. Das wäre ja mal interessant zu wissen, ob das funktioniert. Moped kommt hier oben wieder hin. So, was mal, wo haben wir denn 2 Autos hier stehen? Ist das einer? Einer. Das ist ein Notarzt, der kommt hier unten hin. Haben wir noch einen? Und das war der dritte hier oben. Den lassen wir ruhig da stehen. Polizei. Hier drüben. Weißt du was, lassen wir so laufen, ne? 4, 4, 2, 2. Warte mal, ist das auch einer? Ne, sind 2. So. Auf geht's. Du gehst ja mal wieder nicht. Das ist doch gut. Meldung bei Raser. Hier, das Moped. Ist das ziemlich fix unterwegs? Oder ist er hier schneller? Mal sehen, wer uns da ins Netz geht. Ja, der braucht ja gar nicht runterfassen. Fahren wir zurück. So, nächster, was haben wir hier? Zerstörung öffentlichen Eigentums. Reicht uns, glaube ich, nicht ein, Mann. Da brauchen wir mehr. Aber die Zeit läuft schneller ab. Das geht ein bisschen fixer, wenn wir mehr oder besseres Equipment haben. Auf jeden Fall. So. Fahr damit rüber. So, zack, hier haben wir gebrochene Knochen. Ein seltsames Auto. Aha, wo denn? Die Adresse vielleicht? Industriebrücke. Aha. Was stört? Ach, die Polizei habe ich schicken können. Na gut. Ich schicke mal die Polizei. Lieber mal einen hinschicken, bevor wir hier wieder Mecker kriegen. Das muss ja nicht sein, ne? So, das wird geregelt hier. Das läuft richtig fix ab hier. Alles klar. Und die hier? Wir brauchen Transport. Ich drehe durch. So. Da mal hochfahren lassen. Was haben wir denn hier? Im Studentenwohnheim wurde ein Feueralarm durch einen Rauchmelder ausgelöst. Kriegen wir hin. Sicher ist sicher. Lieber mal hinfahren. So, der checkt das hier oben ab. Das Auto schieren. Und jetzt brennt das da oben auch noch. Oh, kommst du da rüber?
Oder was ist das? Eine Katze? Container. Ein kleiner Container brennt. Na gut. Schicken wir mal rüber. Wie sieht das hier aus? Ist erledigt. Verletzt. Sehr gut. Warum fahren die jetzt nicht ab? Ach so, okay. Dann schicken wir den mal hier rüber. Das nächste, was haben wir hier denn? Einige Menschen trinken in der Öffentlichkeit. Oh ja. We're ready. I copy, going there. What are the orders? On my way. So, Moped mal rüber schicken. Hallo Iron, schön, dass du reinguckst. Der nächste Anruf. So. Aha. Wie bitte? Hören Sie mit dem Witzen auf. Es ist aber trotzdem kurios. Warte mal, wo haben wir denn hier eine Polizei? Haben wir keine Frage? Reporting. Heading over there. Nee, warte mal, er ist frei. We're ready. Affirmative. Waiting for... Bleib du mal hier unten. Was haben wir jetzt hier? Kaputten Fahrstuhl fest. Naja, klären wir das mal. So, zack. Was haben wir jetzt hier? Ist das durch oder was? Was ist jetzt hier mit? Ein Rowdy. Siehst du, das war unser Anrufer nämlich. Das war unsere Anruferin. Unsere Pizzadame, wenn du so willst. Was haben wir hier oben? Feuer im Haus wurde gemeldet. Wo ist denn der Feuerwehr? Da. Zack, hier. Fahr mal schnell mal fix hin da. Er ist viel zu weit. Jetzt bleib mal hier. Da. Meine Güte. So, pass mal auf. Du musst mal ein bisschen hier unten hin. Zack. Was haben wir denn hier drüben? Ach, großartig. Vergiftung durch unbekannte Substanzen, schwerer Durchfall und Erbrechen. Ah. Dann fahr mal rüber. So. Das Moped dreht so ganz friedlich hier seine Kreise. Kann man hier in die Mitte? Der ist fertig. Den rücken wir ein bisschen zurück hier. Injured on board. Was haben wir hier? Vergiftung durch unbekannte Substanzen. Auch schon wieder. Leute, ihr müsst doch nicht alles euch reinkippen. Adresse? Gottes Willen, wo ist das denn ganz? Warte mal, du brauchst doch nicht in Eiern. So, was ist los? Ja. Um leise Musik sind sie in Gefahr. Wieso? Ah, wir senden Hilfe natürlich. Alter, Drogenparty da hinten wieder. Mein Gott, das gibt's ja gar nicht. So, was hier los? Es brennt immer noch. War nicht mehr lange. Und hier haben wir die Vergiftung. Die wartet noch ein bisschen auf den Doktor. Aber warum muss der denn hier unten rumfahren? Kann er nicht da über die Brücke? So, das nächste ist Feuer im Haus wurde gemeldet. Aha. Er fährt zum Krankenhaus. Okay, und du fährst mal hier rüber. So. Alter Schwede, hier ist was los. Meine Güte. Ja, ich weiß, du bist unter Beschuss. Deine Kollegen kommen, die sind gleich da. Wieso bist du unter Beschuss? Hier ist gar nichts los. Ist jemand verletzt? Alter, wie viele Leute sind das denn hier? Alter Verwalter, das gibt's ja gar nicht.
Was haben wir hier denn? Person meldet angebrochenen Knochen nach einem Sturz. Naja, warum stürzt man? Waiting for orders. Er macht dich bereit und du Reporting. Kannst ja mal ruhig rüberfahren. So. Das Moped. Reporting. Was haben wir das nächste? Was ist das hier? Trinken in der Öffentlichkeit. Fahr mal hier rüber. Ist gerade ein bisschen nah an der Polizei hier, ne? Bei uns. Die sind überall und nirgends. Erledigt. Ist noch am Arbeiten. Erledigt, erledigt, erledigt. Sind fertig, okay. Zack. 911, what's your emergency? Someone left a baby. Was? Hier ist ein Kind in unserem Müllcontainer. Jemand hat ein Kind hinterlassen. Wo sind sie? Ma'am, where are you calling from? Heilbronner Straße. Ah, da oben. Atme das noch. Ich dachte, es wäre eine Katze. Mein Gott. Sehen Sie das Baby? Ich höre es. Aber ich bin zu klein. Ich kann es nicht greifen. Es muss ein Säugling sein. Oh mein Gott. Versuchen Sie, auf etwas zu stehen. Umschauen. Kind herausholen. Kann es frei atmen? Wir sind auf dem Weg. Alter Verwalter. Hier ist was los, Freunde. Hier ist echt was los. Ich klemm dir den mal unter den Arm da rum. Du bist frei. Was ist denn das hier überhaupt für einer? Ein Raser wieder mal. Oh Gott, das ist Heilbronn, nur Raser. Raser, Brandstifter und Drogenabhängige. Ein Haus mit Bier. Schicken wir nochmal der Ambulanz dahin. Was haben wir hier? Oh, verletzte Person. Schwer verletzt. Warte mal. Erstmal hier runter. Was ist denn da los? We need an ambulance here. Ja, injured on board. Ihr braucht eine Ambulanz. Ja, klar. Was haben wir drüben denn? Was war das hier? Banden bekämpfen mit Schlägerei. Oh mein Gott. So. Ja, ich weiß. Oh, hier ist gerade ein bisschen Stress. Der ist da voll. Sind Sie sicher, dass Sie die richtige Nummer gewählt haben? Sind Sie Drogen genommen? Wir können dir nicht helfen. Alter, was läuft? Was wohnen da für Leute in Heilbronn? Hör mal zu. Beenden. Der ist ja voll Stone, mein Lieber. Injured on board. Gesichtet Kampf. Oh Gott, nun geht das runter oben. Ja, ich weiß. Wir schicken da mal einen Mann hoch, der da ein bisschen aufräumt. Ich glaube, da reicht noch nicht mal ein Wagen. Was machst du jetzt hier gerade? Krankenwagen wird benötigt. Warum? Warum wird da ein Krankenwagen? Das brennt doch bloß hier ein bisschen vor sich hin. Hier, und was ist hier? Da wird vielleicht ein Krankenwagen benötigt. Right, fahr da mal rüber.
Meinst du das, Iron? Meinst du das? Ich weiß nicht. So, unsere Schicht ist auch durch eigentlich, ne? So, was haben wir hier oben? 1, 2 verletzte Personen und 2 Stück Knast. Standing by. So, die haben wir durch. Die haben wir auch durch. 47 Rufpunkte haben wir angesammelt. Drogenszene. So. Ist der Onkel Doktor jetzt endlich da? Der müsste jetzt, siehst du jetzt, wenn die verarztet hier. Super. Die sind. Freunde, gib mal Feuer hier. Medical heading to hospital. Alles klar. So, und die letzten beiden werden wir auch noch einsacken hier. Ready for the next case. So, bin gespannt. Schlechte Pizza. Ignoriert. +1. Siehst du. Wir haben tatsächlich alles richtig gemacht. Wir haben alles richtig gemacht. Ich dreh durch. Nicht. Also super. Wir haben es geschafft. Wir haben alles richtig gemacht. Ich dreh durch. Na klasse. Was haben wir? 66.000 Mücken zusammen. Da gibt es doch bestimmt Kohle für. Was für. Irgendwie, verletzte Person? Was? Alles klar, Janek. Bis denn. Was haben wir denn hier noch? Eine verletzte Person. Was haben wir denn an Belegschaft? Ist da jemand? Der ist doch wieder Chico hier. Zack. Equipment. Equipment. So. Da war jemand verletzt bei der Sache hier. Bisschen doof. So, und der Rest ist ausgelastet, ne? Hier fehlen wieder Leute. Belegschaft, verletzte Feuerwehrleute. Können wir natürlich nicht ersetzen. Nur mit Belegschaft neue Leute einstellen. Das könnten wir natürlich machen. Feuerwehr. Die beiden. Die beiden nehmen wir noch mit. Zack. Da auch noch. Lass mir die voll ausrüsten. Wenn wir schon einen haben hier, nehmen wir den auch mit. So. Ach, 60.000. Equipment, was haben wir denn noch hier Feines? Kriegst noch einen Werkzeugkoffer mit und du auch. Lass uns die letzten 3 auch nochmal damit ausrüsten. Wäre nicht verkehrt. So. Zack. Bitte warten. Warum? Ich glaube, Heilbronn ist zu gefährlich, dass er schon nicht mehr laden mag. Komm schon, Kumpel. Mach schon. Oder hat sich jetzt aufgehängt? Das kann natürlich auch passieren, nicht? Alles klar, Iron. Schön, dass du da warst. Gute Nacht oder frohes Schaffen. Wie auch immer. Nee, hat sich aufgehängt. Ich würde sagen, es hat sich aufgehängt. Können wir das irgendwie abbrechen? Hauptmenü, ja, mach mal. So. Jetzt würde mich mal interessieren, wenn wir die einzigartige Story spielen. Die startet ja in dem Knopf. Downloaden. Können wir die downloaden? Oh ja, macht das sogar. Ich drehe durch. Lade mal die Karte. Mal fix. So, fortsetzen. Ja klar, ist noch gelockt. Können wir noch nicht machen. Starten wir mal hier. So.
So, fortsetzen. Was haben wir denn hier? Oh, wir haben noch einen Wagen da. Den lassen wir mal mitnehmen. So. Und Leute, Belegschaft. Was? Wir haben keine Feuerwehrleute? Belegschaft? Warum nicht? Wir nehmen da den hier und den hier, die beiden. So, die beiden haben wir. Jetzt haben wir noch einen Krankensanitäter. Sanitäter, den lassen wir doch mal mit auf Tour gehen. Und einen Polizisten haben wir auch noch irgendwo. Das ist nicht viel, ne? Wir haben echt nicht viel. Haben wir noch Equipment irgendwie? Da gar nichts. Nichts mehr. Da müssen wir damit leben. Warte, jetzt habe ich gar nicht gelauert, ob die Feuerwehr da. Wir hatten drei Wagen, ne? Drei Wagen hatten wir. So. Und einen hier oben hoch. So, zack, Polizei auch mal hier hochschicken. Und einen lassen wir hier unten raus. Dann haben wir noch einen, ne? So. Ja gut. Dann mal los. Also das soll jetzt ein bisschen schneller gehen. Ich bin mal gespannt. Was haben wir da? Meldung über verschüttete chemische Substanz. Alles klar, fahr mal hin. Willst du auf dem Laufenden bleiben? So. Die Ruhe vor dem Sturm. Oh, Verkehrsunfall. Okay. 911, oh Gott, sag mir nicht wo. Wo sind sie? Beruhigen Sie sich. Oh Gott, Gott, Auto verlassen. So, sie verlässt das Auto. Jemand verletzt. Haben Sie einen Feuerlöscher dabei? Feuerlöscher benutzt, ganz klar. Genau. Es funktioniert. Ich. Gern geschehen. So denn, ignorieren. Bester Kram. So, das fahren wir hier hoch. Verkehrsunfall, ne? So, er ist auch fertig. Den drücken wir wieder zurück hier. Müllcontainer brennt. Na super. Na mein Freund, dann mach dich mal auf die Socken. Wenn du schon da unterwegs bist, fahren wir gleich hier hoch. Ach, was ist nichts? Das gibt's doch gar nicht. Hier brennt zu viel. Gefangen im Fahrstuhl. Ja, kriegen wir hin. Eins nach dem anderen. Wir können nicht hexen. Heading over there. Gesichtet, Müllcontainer brennt. Alles klar, die helfen ein bisschen. So. Wie bitte? Hören Sie mit den Witzen auf. Hätte ich nicht machen sollen. Hätte ich nicht machen sollen. Ach Mist. So, was haben wir hier? Gebrochene Knochen. So, pass mal auf. Hier runter. Warte mal, du bist alleine. Da ist Feuer. Mach mal. Meldung. Meldung, Meldung, was ist hier oben? Trinken in der Öffentlichkeit. Ah, das geht natürlich nicht. So, du fährst nochmal hoch. Zack. Standing by. Injured on board. Wir brauchen Rettung da oben. Zack. Also viel zu weit weg. Ist ja unheimlich weit weg.
Also hier gerade, ne? Mann hat von der Brücke zu springen. Warte, oh Mist. Übersehen. Das gibt wieder ein Mecker. So, da wird geregelt. Zack, was haben wir das nächste hier? Delle im Auto. Ach Gott, eine Delle im Auto. Ja, okay. Check mal die Delle im Auto. Das nächste, was war das jetzt? Schwangere Frau. Hier stehen zwei Autos rum. Den möchte ich gerne hier vorne haben. Und du solltest mal vielleicht hier unten hin. So. Das nächste, ich drehe durch. Was haben wir jetzt hier? Ein verdächtiges Mädchen mit Bart. Etwas Nettes zu verkaufen. Ja gut, kriegen wir hin. Ich nehme an. Schon wieder nichts. Hallo? Wir hören Leute laufen. Drücken Sie eine Taste. Hello, sir. Na, hallo, Timelino. Schön, dass du reinguckst. Genau. So. Das ist nichts, was haben wir hier denn? Unfall durch betrunkenen Fahrer. Du bist ja schon fast da. Fahr doch gleich hin. So. Rettung noch hinterher. Zack. Betrunkener Fahrer, das wäre teuer. Das wäre teuer, Freunde. Das wird richtig teuer. Oh Gott. Und unter Beschuss? Der macht mit Fäuste hier. Aber den habt ihr so, den habt ihr schon in der Tasche. So. Die kommen. Vandalen zerstören öffentliches Eigentum. Na, hier. Na, kriegen die das hin alleine? Ich hoffe mal, die kriegen das alleine hin. So, ihr fahrt wohin? Was haben wir denn jetzt? Ah, oh mein Gott, schwangere Frau. Du hast noch Platz. Ach, jemand verletzt. Wir brauchen die Ambulanz hier runter. Oh mein Gott. So. Aber wir sind durch mit unserer Schicht. Bin mal gespannt, wie es aussieht. Standing by. Unter Beschuss. Hier, warte, fehlt nur noch die Ambulanz. So. Fahr mal runter. Und fertig. Injured on board. Und die beiden? Shots fired, requesting backup. Fängt er schon wieder an hier? Gibt's ja gar nicht. Standing by. So, bin gespannt. Ja, gefangen unterm Auto. Keine Reaktion, die haben wir natürlich verpasst, den Anruf. Ach, großartig. Aber sonst haben wir alles. Nicht schlecht, nicht schlecht, nicht schlecht. Zurück. So. Wie man Moderator wird. Ja, wenn man öfter genug zuschaut, öfters also, ne, oft da ist, dann könnte es passieren. So, das haben wir. Wir müssen, wie gesagt, die Punkte sammeln. Ich weiß gar nicht, wo ich sehen kann, wie viele Punkte ich schon habe. Statistik, ist das hier vielleicht? Rufpunkte 32. Tote 0. Das ist natürlich nicht schlecht, ne? 3 im Gefängnis, 4 Strafzettel. Nee, schlecht, Herr Specht. So, zurück. Wir haben einen Verletzten. Einen verletzten Feuerwehrmann. Da fehlt uns jemand. Wir müssen mal sehen, dass wir da vielleicht noch einen Feuerwehrmann rankriegen. Wäre nicht doof, ne? Hier, da, den hier. Den nehmen wir doch. So. Das haben wir. Die haben wir zusammen. Mehr können wir auch nicht machen. Dann heißt das. Oh, hier, eine Kanone müssen wir noch haben. Equipment. Eine Kanone. Zack. So, wir wollen ja, dass hier ausgerüstet sind, die Herrschaften hier. Und genauso Erste Hilfe. Lassen wir mal, was haben wir hier? Wir haben zwei, drei Stück. Jeder Wagen kriegt einen Erste-Hilfe-Kasten. So.
Ist zwar ein Krankenwagen, aber die haben irgendwie keine Erste-Hilfe-Kassen. Gehen wir doch mal. Verteilen wir sowas doch mal. So, da sind wir. Müssen wir wieder ein bisschen verteilen. Ist hier ein Flugplatz? Das scheint ein Flugplatz zu sein. Kommen wir aber auch nicht hin. Ruf mal auf. Krankenwagen, zack. Hier oben einen hin. Und den werden wir nochmal... Wir haben nur drei, ne? So, aber Polizei haben wir. Da muss da einer hin. Und hier unten einer hin. Mehr waren es auch nicht, ne? Nee. Feuerwehr und Feuerwehr hier unten. Dann haben wir es. Dann wollen wir sehen, ob wir das hier zustande kriegen, ob es klappt. So, wir müssen Gas geben, mal gucken, wie es klappt, das hier. Alles noch ruhig. 7 Minuten, also 8 Minuten dauert so eine Tour. So eine Schicht. Zack, was haben wir? Alles klar, zack, erstmal hier. Die Kinder können nicht schlafen. Wissen Sie, wer da wohnt? Was los? Sind Sie Gefahr? Adresse. Also, aber es Drogen wäre, oh mein Gott. Ich sende doch mal die Polizei vorbei. Machen wir doch glatt. Da sind wir doch so frei. Pass mal, was mit dem hier? Oh, hier, der nächste Spieler im Gange. Was haben wir hier? Ein Raser. Case resolved. Waiting for instructions. So, sammelt den mal ein. Raser gesichtet. Zack. Und in der Tasche. Das wird nicht billig, mein Freund. Das wird nicht billig. Was haben wir hier? Case resolved. Da sind die gerade noch am Untersuchen. So, was nächste? Was haben wir hier? durch scharfen Gegenstand. Da. Verletzte Person. Mein Gott. So. Alles klar. Nächster Anruf. Mhm. Der Bauch tut weh. Okay. Ungewöhnlich was Gewöhnliches gegessen? Pilze. Pilze ist schlecht. Adresse. Ach, warum so weit weg? Warum so weit weg? Ist ja viel zu weit weg. Das dauert ja ewig. Ja, ich schicke ein. Ich schicke einen Krankenwagen, aber mit schnell weiß ich nicht genau. Aber ich schicke einen. Was haben wir denn hier? Schwer verletzt. Injured on board. Okay, was ist hier los? Kriegen wir das hier mal auf die Reihe hier? Case resolved. Mach das auch fertig. Na super. Na prickelnd. Das fährt ja bis nach Timbuktu raus hier. Was haben wir hier oben? Autounfall. Muss geklärt werden. Na gut. So, hier, Kumpel. Du bist dicht dran, fahr mal hin. Check mal die Lage. So, er ist gleich da. Und die Pilzvergiftung ist bestimmt schon verstorben. Was haben wir hier oben? Scharfen Gegenstand. Zack. Ach ja, die Tochter. Ja, ist sie verletzt? Nicht? Was ist passiert? Wie alt?
Dann sollen wir sie erschießen? Das ist kein Notfall. Ich sende die Polizei. Ja, Problem ist, wir wissen noch nicht wo, was kriegen wir da raus? Adresse haben wir gleich. Augenblick. Zack, da ist die Adresse. Okay. Fahr da mal hin. Ne? Kümmer dich mal um die Tochter da. Sag mal, das gibt's ja gar nicht. Ach, Sonnenschein, ich hätte gerade hier gesagt. So, das läuft. Was ist hier los? Standing by. Die Tochter. So, zack. Das nicht. Oh, hier brennt was. Was ist hier los? Elektrische Geschichte, alles klar. We're 10-4. So. Standing by. Ach, wir sind fertig. Alles klar. Wunderbar. Waiting for instructions. Dann muss ich da ran hier. So, zack. Wo denn? Adresse? Wäre nicht schlecht. Ist da, da ist doch kein Krankenhaus. Parkverbot? Was stört denn? Ja, natürlich. Alles klar. Weiß man ja nicht, ne? Kann auch eine Bombengeschichte sein. Ne? Wir wollen ja nicht hier eine Bombenstimmung in dem Laden haben. Wäre natürlich eine. Ich wollte sagen, eine Abwechslung. Nein, wollen wir nicht. So, den schicke ich mal weiter runter hier. Bisschen dichter ran. Das Auto wird überprüft. Und der Halter. Ne, der Anrufer, ne? Das ist der Anrufer, ja, glaube ich. Der Anrufer, ja. Was haben wir jetzt denn? Oh, Mann. Elektrische Anlage, was war das hier? Großes Gebäude. Alter, das ist viel zu weit weg. We're ready. I copy. Going there. Ready for the next case. Waiting for orders. Right away. Ja, bist du hier bist, mein Freund, ne? Dann ist schon wieder, ja. We're ready. Warte, warte, warte. Du fährst mal hier rüber. Ja, ja. Ach Mist, du konntest nicht annehmen. What are the orders? Alter, Freund, was ist hier los? What are the orders? Ignorieren. We can't do it now. Mist, jetzt habe ich weggeklickt. Ach, großartig. Das wird eine Katastrophenrunde diesmal. Mhm. Chemische Gefahr. Ja, ist auf dem Weg. Mist, dann habe ich jetzt eine andere Geschichte weggeklickt. Ach, ist natürlich ärgerlich jetzt. So. On my way to hospital. Reporting. I copy going there. Bisschen weiter in die Mitte rein. Mist, denn, nur habe ich den weggeklickt da unten. Ach, und auch den Anruf haben wir nicht angenommen. Ich glaube, weil das zu schnell läuft. Man will zu schnell zu viel erledigen, ne? Das ist natürlich doof jetzt. Und jetzt gibt es ein großes Erschrecken. Und zwar Straßenschlägerei, keine Reaktion und Gebäudebrand ignoriert. Minus 9 Punkte. Alter. Es tat weh. Nimm, die nächste Stadt wird mir befördert. Albuquerque. Aber machen wir doch eine Runde da drin. Eine Runde in Albuquerque. Mal gucken, wie es da ist. Also, fortsetzen. Was haben wir hier? Oh, wir haben Feuerwagen noch über. Wir haben aber 1, 2, 3, 4 Polizei und 3 Krankenwagen und, ja, 2. 3 Feuerwehrwagen. Das reicht natürlich nicht. Also, was haben wir hier an Leute? 2 Feuerwehrleute. Das ist natürlich auch nicht der Burner, ne? Und nur 2000 Mücken, das ist echt nicht viel. Lass uns die mal hier nochmal verfrachten. Und 2 Polizisten haben wir noch. So, 1, 2. Haben wir auch noch ein bisschen Equipment vielleicht? Ein bisschen. Oh ja, hier, Pistolen haben wir noch da. Pistolen haben wir da und 2 kugelsichere Westen. Und zweimal Erste Hilfe. Auch nicht schlecht. Was man hat, das hat man, ne? So. Verteilen wir das nochmal hier. Und da heißt es starten. Ich glaube, es ist keiner mehr da. Alles leer, alles tot. Doch hier ist natürlich wesentlich größer, das Ganze. Damit ein bisschen mehr abzudecken.
Die Frage ist, wie decken wir das am besten ab? Was haben wir hier? Ein Polizeiwagen. Der müsste, Gottes Willen, wir haben echt nicht viel Luft hier, ne? Eigentlich müsste hier drüben auch einer sitzen. So. Das schnelle Moped. Und Feuerwehr. Lass mal hier oben noch eine Feuerwehr fahren. Rettungskräfte. So, ich hoffe, dass so einigermaßen mittig. Also wir haben wirklich eine ganze Menge abzudecken. Auch hier oben, das ist eine ganze Menge. Also das wird witzig. Das wird spaßig. Ob das klappt hier? Keine Ahnung. So, was haben wir? Herzinfarkt. Waiting for instruction. On my way. Gut. So, der Herzinfarkt wird verarztet. Bald. Nächste. Was haben wir hier? Bewusstlose Person. Waiting for orders. Understood. Jeps, läuft. Got injured. Going to the hospital. Alles klar. Waiting for heading over there. 911, what's the emergency? Oh mein Gott. Was ist passiert? What's happening there? Was ist mit ihrer Tochter passiert? Oh mein Gott. Puls checken. Okay, sir, we're gonna get an ambulance on the way. Have you checked your pulse? Oh my God. Ist ihr Körper kalt? Wissen Sie, was mit ihr passiert ist? Do you know what happened to her? Oh mein Gott. What's the address you're calling from? I'll send a patrol there. Please stay where you are and try not to move or touch anything. Oh mein Gott. Alter, so eine harten Sachen hier manchmal zwischen. Standing by. Nicht schlecht, Herr Specht. Was mal auf getrennte elektrische Leitung. Waiting for orders. Feuerwehr. Case resolved. Das ist gut. Da haben wir keine Zeit für. Oh mein Gott. Was haben wir hier denn? Betrunkenen Fahrer. I'm listening. We're heading over there. Was haben wir hier? Rote Ampel gefahren. Ach, ich kann ihn noch nicht mal benutzen. Achso. Den kriegen wir nicht. So. Zack. Wann? Wo? In der Mitte von der Straße. Eine Adresse. Ach Gott, das sind da oben. Nummernschild? Ach Gottes Willen. Wie viele? Okay. Komm, wie weit bist du hier? Hast du ihn fertig? Standing by. I'm listening. Understood. So, ich greife ihn dir gleich mal den Knecht. So, was haben wir hier unten? Warte mal, Zeit. Requesting support. Requesting support. Ja, ja, ganz kurz. Oh, der unter Beschuss? Hallo? Was ist denn hier los? Waiting for instruction. I copy. Go in there. Reporting. Affirmative. Case resolved.
Oh, der, so viele Leute haben wir gar nicht. Ich weiß gar nicht, wohin mit den ganzen Leuten hier. Hier drehen sie gerade alle durch. So, zack. Hier ist auch noch was. Was haben wir denn? Unfall muss geklärt werden. Ja, Mensch, so viele Leute haben wir gar nicht. Was läuft da dann rum? Mein Gott. Haben Sie gesehen? Ist er betrunken? Atmet er? In Ruhe lassen. Ja, ja, ich kann nicht, wir können nicht tausend Sachen auf einmal machen. Warte mal. Reporting. Understood. Klemm dir den mal an deinen Arm. Uns fehlen Leute, uns fehlen einfach nur Wagen hier. Moment. Und der Beschuss. Okay, was machen wir? That's not possible. Requesting medical. Das können wir nicht machen. Waiting for instruct, heading over there. Standing by. Injured on board. Ja, ja. Waiting for instructions. Case resolved. I copy. Go in there. Waiting for orders. Heading over there. Zack, fahren wir dahin. Ach, Gottes Willen. So viele Leute haben wir gar nicht. Wir wissen gar nicht, wohin. Wir wissen gar nicht, wohin. Right away. Yep. Alter, was ein Stress hier. Was? Ist ein Koch? Na klar. Ich verstehe nicht ganz. I'm sorry, what do you mean, man? Wie? Wieso denken Sie sowas? Aha. Keller prüfen. Can you check what's inside the vessels, ma'am? The kind of smells you're getting off of the containers? Na super, fällt die uns auch noch aus dem Latschen oder was los? What's your address, man? Hold on there, ma'am. I'll send an officer and an ambulance to you. Yep. Kriegen wir alles hin. Echt, wir haben hier, also wir sind hier total überfordert gerade. Total. So, zack. Ja, ja, wieso bist du denn alle Beschuss? Sag mal, das kann doch nicht wahr sein. Da ist überall was los. Hier ist überall die Hölle gerade. So, wie ist das hier? What are the orders? We're done here. Und der Beschuss braucht eine Stelle. Ready for the next case. Nee, das kriegen wir nicht hin. Also mit den paar Autos kriegen wir das hier nie nicht hin. What are the orders? 10-4. Die fahren sich erstmal den Wolf raus. Und zweitens, was ist denn jetzt hier? Verletzte Person. Fahr hier mal raus. Der Ehemann, oh Gott. Na gut, hier, den nochmal rüber. Warte mal, zack. Ja, fahr da mal hin. Nee. Alles außer Kontrolle im Moment. Das läuft hier gar nicht. Was ist denn hier los? Da brauche ich noch irgendwie einen Rettungswagen hin. Aber ich habe keinen. Wohin? Ach doch, da ist jemand. Vater, oh Gott, da ist schon wieder was los. Kriegen wir alles nicht geregelt hier. Du bist frei? Ja, sehr schön. Schon wieder was. Was brennt? Mehr Details bitte. Größe des Feuers? Ha. Die sind nicht drin, oder? Adresse? Warum muss das mal so weit weg sein? Wir senden die Feuerwehr. Nicht dringend. Jemand im Gebäude?
Yes, I socialize it as soon as just before I called. The fire department is on the way. Okay, goodbye. So. Gut. Okay, der fährt darüber. Das brennt da auch schon wieder. Mein Gott, ich weiß gar nicht, wohin hier. Fahr da mal rüber. So, was war mit dem hier jetzt? Müssen wir den abtransportieren jetzt auch noch, oder was? Ja, haben wir nicht. Wir haben keinen Platz für Leute. Der fährt erstmal da hoch. Und wie sieht es hier aus? Verletzte Person. Der fährt darüber. Okay. Fahr mal dahin. Weil Bewegung ist nicht schlecht. Was ist hier oben? So, gib Feuer. Das sieht gar nicht gut aus. Will ich mal sagen. Fertig, erledigt. Den kriegen wir auch noch fertig hier. Beide verletzt. Bereit. Die fahren erstmal den. Die beiden Gefangenen weg. So, dann fahr hier runter. So. Du bist frei. Hier runter. Meine Güte. Ach, die brauchen noch einen Rettungswagen da drüben. Das war eine kleine Katastrophenrunde hier. Aber wir haben viel zu wenig Wagen. Also viel zu wenig. Ich weiß gar nicht, wie man das hier mit den paar Wagen schaffen soll. Echt fragwürdig. Waiting for instructions. On my way. Aber vielleicht ist auch der Fehler gewesen, dass ich das schneller laufen lassen habe. So, das. Zwei verletzte Personen. Und hier? Erledigt. Wieso drehen die jetzt so durch? Oh Gott, jetzt kommt eine Katastrophe. So, Bewusstlosigkeit, ignoriert. Aha, Schlägerei und Zeit ist abgelaufen. Und sonst noch was? Und hier unten einmal besorgte Ehefrau. Da sind wir natürlich jetzt gelöst, minus zwei. Warum haben wir das denn? Jemand verhaftet? Erfolgreich gelöst. Warum haben wir ein minus 2 bekommen? Das verstehe ich jetzt nicht. Das ist mein Rätsel. Frau wurde den Dampf der Chemikalien vergiftet. Wir waren doch da, wir haben es doch gemacht. Wir hätten sie nicht runterschicken sollen in den Keller. Das glaube ich war der Haken. Aber andersrum, das kannst du doch nicht riechen. Das verstehe ich jetzt gar nicht. Also das war. Statistiken. Okay. So, Hauptmenü, gehen wir zurück. So, die Zeit ist auch durch, Freunde. Ich sag mal, ich hoffe, es hat euch gefallen, Freunde. Also, das ist mal was anderes. War mal aus einer anderen Sicht jetzt, ne? Also jetzt mal nicht so ein Emergency-Kram, so mit Feuerwehr durch die Gegend gucken und so Krams, sondern mal alles aus der Sicht des Depatchers. Mal was anderes. Also das muss ich mal sagen. Das hat mir. Also ich fand's cool. Vor allem, man hat ja die Möglichkeit, zack, jede Stadt zu spielen, die man irgendwie Lust hat. Das finde ich cool. Das finde ich also fantastisch, dass es funktioniert. Das finde ich cool, dass es geht. Na, dann sag ich mal vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Und ciao, ciao.